Wir sind die Initiative Stadtpark Garten und herzlich willkommen nochmal offiziell zu unserem Online-Vortrag in unserer zweiten Vortragsreihe mit der VHS Bochum. In unserem ersten Vortrag heute geht es um Biodiversität, Insektensterben und Naturschutz. So, was gibt es heute zu hören? Also jetzt gibt es noch ein paar einleitende Worte und auch einen kleinen Rückblick, was im letzten Jahr geschah. Dann wird Thomas Hörren euch etwas über das Insektensterben erzählen. Also er ist da forschungsmäßig sehr aktiv. Ich stelle ihn gleich nochmal ein bisschen besser vor und er wahrscheinlich auch nochmal sich selbst. Und im Anschluss wird Sophia Zeisig etwas Generelles nochmal zu Biodiversität erzählen. Also sie ist Biologin an der RUB. Dann wird es eine kleine Pause geben. Und im Anschluss wird es etwas für grundsätzliche Maßnahmen in Stadt, Park und Garten für die Verbesserung der Biodiversität geben. Und ich werde ganz am Ende dann noch etwas Generelles auch zu Kultur, bisschen Geschichte und Biodiversität erzählen und das Aufkommen der Umweltbewegungen. Und im Anschluss haben wir auch noch etwas Interaktives vor. Und zwar wollen wir euch gerne fragen, was ihr denn konkret macht und vielleicht auch in naher Zukunft machen werdet in diesem Bereich. Und vielleicht haben wir da die eine oder andere Anregung, um dann so da in die Diskussion zu kommen. Also das ist eine VHS-Veranstaltung. Hier nochmal zu den Logos. Wir haben auch eine Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum. Also mit der Biologie dort, weil wir haben viele Biologen von der RUB mit an Bord und da haben wir dann eine kleine Kooperation am Laufen. Und auch Philincon, Sophia wird euch dann noch etwas zu erzählen, eine Regenwaldschutzinitiative, die vor allem auf den Philippinen arbeitet. Normalerweise würde dieser Vortrag im Tierpark in Bochum stattfinden, in einem wunderschönen Vortragssaal, den ihr gleich noch mal kurz sehen werdet. Leider ist das natürlich gerade nicht möglich durch Corona. Ja, von der Idee zur Umsetzung, also die Initiative Stadtpark Garten gibt es erst seit März letzten Jahres, also ja, seit ungefähr einem Jahr. Wir haben uns hier in Gerthe auf dem Marktplatz getroffen. Sophia hatte hier einen Aufruf gestartet über ein NRW-Netzwerk zur ehrenamtlichen Unterstützung für Initiativen in Corona-Zeiten. Und wir haben hier mit Abstand und so weiter eine kleine Pflanzaktion gemacht, angeleitet von Christoph Wieschus. Er ist hier ganz stark mit dem Team. Er ist Gärtner, Landschaftsarchitekt und Biologielehrer in Gerthe. Shehab, der ist leider nicht mehr dabei mit der Wollmütze. Genau. Und Michael Weber, ein Anwohner beim Stadtpark und auch sehr engagierter Bürger. Vielleicht kommt er auch noch dazu heute. Ja, wir haben dann im Laufe des Jahres uns immer wieder getroffen und haben verschiedene Orte in der Stadt angeschaut und uns mit Umwelt- und Naturschutz so beschäftigt, haben immer mal wieder Skype-Gespräche geführt und haben uns über diese Themen sehr stark ausgetauscht und haben dann im September letzten Jahres eben eine erste VHS-Reihe gestartet. Und das hatte viel Vorlauf und Vorarbeit, aber genau, wir sind da ganz gut vorangekommen dann. Und wir haben das gleiche, so den gleichen Ablauf jetzt eigentlich für diese Vortragsreihe jetzt nochmal genommen, mit ein bisschen anderen Gästen und anderen Themen, ein bisschen unsere alten Materialien aufbereitet. Also eben mit der Einführung zur Biodiversität, dann kommt später, aber das erzähle ich dann nochmal genauer zur nächsten, bei der nächsten Folie, was wir jetzt auch vorhaben. Diesen Rückblick mache ich jetzt nicht so gründlich. Auf jeden Fall hatten wir auch eine, das möchte ich noch erwähnen, eine Pflanzaktion im Kortumpark und auch eine an der Frankschule, die aber im ganz kleinen Kreis, da kommen jetzt noch Bilder. Und hier seht ihr den schönen Vortragssaal im Tierpark in Bochum. Also wenn ihr da mal eine Veranstaltung besuchen wollt, wärmstens empfohlen. So. Hier nochmal ein paar Fotos, also als das eben auch mit Corona dann gerade im Herbst dann mal noch möglich war, hatten wir eben auch bei der zweiten Veranstaltung
zu Familie, Gattung, Art, eine Pflanzenbestimmungsexkursion im Stadtpark nach den Vorträgen. Hier eine kleine Aktion eben im ganz kleinen Kreis in Gerthe in der Realschule, in der Anne-Frank-Realschule. Und hier rechts unten seht ihr dann, das hatten wir im Oktober gemacht, ne, hier alle mit Maske. Wir haben dieses Rosenbeet im Kortumpark, das ist ganz nah am Hauptbahnhof. Das haben wir mit zusätzlichen Pflanzen bestückt als Insektenfutter. Okay, dann jetzt weil das ist ja jetzt hier eine kleine Vortragsreihe mit zunächst drei Vorträgen. Also heute geht es um Biodiversität, Insektensterben und Artenschutz. Im nächsten Vortrag, nächste Woche Sonntag, 14.03., könnt ihr euch gerne auch noch anmelden natürlich. Geht es um die Grundlagen der Pflanzenkunde. Bestimmungsliteratur lesen, aber wir haben auch, hier kommen nochmal die ganzen Details dazu, also das wird Julian Herting machen. Er promoviert in der Biologie an der Ruhr-Uni in Bochum. Dann wird Tina Henschel etwas sie ist heute auch hier mit dabei, wird etwas zu Beetformen machen, und zwar ja, einfach naturnahes Gärtnern. Was man da beachten kann bei Hügelbeeten, Hochbeeten und so weiter und auch Beeten auf dem Boden vermutlich. Joe Smitka, auch Biologiestudent an der RUB, wird was zu Vegetationstypen und Zeigerpflanzen erzählen, also was für verschiedene ja, heimische Wachstumszonen gibt es und Bodenqualitäten. Dann wird Christoph Wieschus etwas zu Gartengestaltung allgemein sagen. Am 21.03. haben wir dann die heimischen Tiere. Hier steht Schmetterlinge, Wildbienen, Vögel und Co. Das halten wir auch ungefähr ein. Aber genau, das ist in der Vorbereitung, wandelt sich das immer mal wieder. Also Dominik Tripp, auch Biologiestudent an der RUB, wird etwas zu Vogelpopulationen und Habitate in Bochum erzählen. Bin ich sehr gespannt. Und wir werden auch einen Vortrag zum Feuersalamander haben von Jonas Virgo. Holger Becker, der war bei der letzten Runde auch schon mit dabei, wird wieder etwas über Tiere ohne Lobby erzählen. Welche genau das sind, vielleicht sind es Mücken, vielleicht sind das wieder auch Schnecken und so weiter, das werden wir sehen. Dann wird es auch noch ein paar Inputs zu Wildbienen geben. Wahrscheinlich macht das Sophia Zeisig, vielleicht auch jemand anders. Sophia Zeisig heißt übrigens in Wirklichkeit Sophia Tschiewski und der Einfachheit halber verwendet sie den eingedeutschten Namen Zeisig. Am 16.04. machen wir eine Fledermaus-Exkursion im Stadtpark abends. Das ist ein Freitag, meine ich. Und eventuell gibt es im Sommer und im September nochmals einen. Der wird dann über die VHS angekündigt. Wir haben auch noch andere Sachen vor, und zwar, da kommen wir dann ganz am Ende nochmal dazu. Wir haben eine Pflanzaktion im Stadtpark geplant. Das ist jetzt durch Corona noch ein bisschen unsicher, wie genau wir das organisieren. Also jetzt dürfen sich ja wieder ein paar mehr Leute treffen, und da das auch draußen ist, ist es ja hoffentlich einigermaßen sicher, irgendwie auch, wenn man auf alles achtet dabei. Das ist aber nicht im VHS-Programm, aber bleibt gerne auf unseren Kanälen. Da kündigen wir das dann nochmal an. Am 11. April ist geplant ein Wildbienen-Hotel-Workshop. Ja, auch hierzu informiert bleiben. Eventuell am 10. April, aber das ist noch nicht so ganz sicher, ob das da stattfindet, ist auf der Schmechtingwiese eine Pflanzung geplant. Da zeige ich ganz am Schluss auch nochmal ein Bild dazu, einen Entwurf dazu. Dann wird Sophia, sie erzählt euch nachher etwas über ihre Forschung auf Friedhöfen zur Biodiversität dort und will der Stadt Bochum ein Konzept übergeben, das sie im Rahmen ihrer Masterarbeit ausarbeitet. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Und am 22. Mai ist geplant eine kleine Aktion für mehr Blüten am Gerther Friedhof und eventuell auch Nisthilfen. Im Mai oder Juni wird es auch nochmal
einen Baukurs für Insektennisthilfen geben an der VHS. Ja, informiert bleiben könnt ihr über alles. Ich blende das am Ende dann auch nochmal ein, über eine neu entstandene Seite. Die habe ich in den letzten Monaten gebastelt. Die ist noch nicht so super ausgefeilt, aber das Grundsätzliche steht, ein Terminkalender, Infos zu allen möglichen Initiativen, auch in Bochum, alles, was Naturschutz, Natur- und Umweltschutz angeht und auch kulturelle Inputs. Biosphäre.ur. Wir haben auch seit gar nicht allzu langer Zeit einen Instagram-Account, Stadtpark Garten. Paula, die hier mit in der Runde ist, betreut den. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da seid ihr immer auf dem Laufenden. Schickt gerne eine Nachricht an Sophia unter dieser Nummer, die wir nachher nochmal einblenden. Ja. Jetzt geht es dann auch gleich schon los. Wir haben, sind sehr froh, dass wir Thomas Hörren einladen konnten für heute. Und zwar war er beteiligt, oder erstmal so noch zu Thomas. Er ist Masterand, also Masterstudent und Mitarbeiter in der aquatischen Ökologie der Universität Duisburg-Essen. Und er ist Mitglied im Entomologischen Verein Krefeld und Mitautor der Krefelder Langzeitstudie zum Insektensterben, die 2017 von einem internationalen Team veröffentlicht wurde. Das ist, war eine Beobachtung von Naturschutzgebieten über 27 Jahre mit sehr, sehr vielen Beteiligten. Dazu wird er ausführlich berichten und hoffentlich auch zum aktuellen Stand oder aktuellen Forschungen, wo er gerade dran ist. Im Anschluss erzählt Sophia, die Biologie an der RUB studiert und sich sehr viel mit Biodiversität beschäftigt, zu ihrem kleinen Forschungsprojekt für die Masterarbeit und über die Initiative Philincon. Und ja, sie hat eigentlich Stadtparkgarten maßgeblich initiiert und ist auch in diversen umweltaktivistischen Kreisen in Bochum aktiv. Zu mir, also ich habe mal Kulturwissenschaft an der Uni Tübingen studiert, habe mich da schon gerne und viel mit nachhaltiger Entwicklung befasst, mit nachhaltigem Konsum, mit auch hatte ich mal einen Artikel geschrieben über Umwelt- und Naturschutz in der Bodenseeregion und arbeite seit so 5 Jahren im Ruhrgebiet. Im Bereich Projektmanagement, Kunst- und Kulturförderung und zu partizipativen Projekten mit kultureller Vielfalt. Also diese zwei Themen eigentlich, kulturelle Vielfalt und nachhaltige Entwicklung. Okay, dann wechseln wir zu Thomas. Ja, hallo zusammen erstmal. Mein Name ist Thomas Hörren und das wurde ja gerade schon so ein bisschen vorgestellt. Ich bin Insektenforscher seit recht langer Zeit eigentlich, bin ursprünglich auch eigentlich mal ausgebildeter biologisch-technischer Assistent und über viele Jahre freiberuflich unterwegs gewesen, auch schon was die Käfer angeht, weil ich mich so ein bisschen auf Käfer spezialisiert habe. Das kam so ein bisschen durch einfach eine Passion, die so aus einem Hobby hervorging, in meiner Kindheit eigentlich schon. Und da bin ich relativ früh an ein Naturkundemuseum gelangt. Und bis heute hält das Ganze eigentlich auch an, dass ich in unterschiedlichen Institutionen Insektenforschung betreibe. Und weshalb ich das so gerne mache und mir vor allem die Käfer auch sehr gerne ansehe, das kann man hier so ein bisschen erkennen. Das ist eine unglaubliche Artenfülle, die wir bei Insekten in Deutschland haben. Wir haben in Deutschland über 33.500 Insektenarten, also wirklich eine ganze Menge. Und wir wissen überhaupt gar nicht, welche Insektenarten genau überall vorkommen. Das ist auch ein ganz großes Problem quasi. Auch das Bundesamt für Naturschutz hat aktuell keine Übersicht darüber. Und wir haben nur einen ganz, ganz geringen Teil wirklich gefährdungsbeurteilt, bei denen wir wissen, was sind gefährdende Faktoren für diese Insektenarten. Und in Nordrhein-Westfalen ist es jetzt so, dass wir bei den Käfern hier mal so ein bisschen diese Diversität sehen. Das heißt, der überwiegend größte Teil, den Cursor könnt ihr auch alle erkennen. Funktioniert das? Okay, der überwiegend größte Teil, der befindet sich hier in sehr, sehr vielen Familien, aber wir wissen tatsächlich nur zu dieser einen dunkelblauen Ecke hier,
wie es da um die Gefährdung bestellt ist. Das heißt, nur für die Laufkäfer existiert aktuell eine rote Liste für Nordrhein-Westfalen. Ansonsten wissen wir überhaupt gar nichts darüber. Ich mache das ganz gerne, weil man immer wieder neue Sachen entdeckt. Und so entdeckt man dann halt auch in einzelnen Forschungsprojekten beispielsweise neue Arten für Deutschland. Das ist jetzt Enedritis hilaris. Der hat auch gar keinen deutschen Namen, dieser kleine Käfer. Das ist quasi ein Pilzkäfer, der in verwurzt, also in verpilztem Wurzelmaterial von Ginster lebt. Und der war sogar neu für Mitteleuropa bei so einer Untersuchung. Und das sind jetzt Bilder, die ich dann gemacht habe, um in Veröffentlichungen solche Informationen auch weiter nach außen zu tragen mit der nächsten Verwandtenart, die bei uns bekannt ist, sodass halt auch Menschen in der Zukunft immer die Möglichkeit haben, diese Art besser zu bearbeiten und zu erkennen und auch wissen, dass sie überhaupt bei uns vorkommt. Und das stammt jetzt auch vom Niederrhein, dieses Exemplar, was hier abgebildet ist. Und das hier ist so eine Malaisfalle, mit der wir sehr, sehr viel Forschung betreiben im Entomologischen Verein Krefeld. Ich erkläre jetzt gleich auch, warum wir das damit machen. Und man sieht wirklich, dass hier im Hintergrund dieser tote Ginster steht und an dem entwickelt er sich dort. Den konnte man dann im Nachhinein da auch nochmal wirklich sehr gezielt nachweisen. Das ist so das, was mich eigentlich immer mit am meisten interessiert, so Faunistik und das Entdecken von irgendwelchen Arten, die ich noch nicht gesehen habe. Im Entomologischen Verein Krefeld, das ist jetzt mehrfach gefallen, das ist ein Verein, der wurde 1905 gegründet, um halt wirklich lokal eine bessere Kenntnis zur Insektenfauna am Niederrhein zu haben. Und es ist so, dass hier die heutige Forschung im Wesentlichen wirklich in Naturschutzgebieten stattfindet, das jetzt auch seit sehr, sehr langer Zeit. Und die Insekten, die dort nachgewiesen werden, zum Beispiel mittels solcher Malaisfallen, die tragen dann quasi auch so ein bisschen zur Kenntnis dieser einzelnen Standorte bei. Und so kann man dann auch in einem längeren Zeitraum vergleichen. Und es sind nicht nur Naturschutzgebiete, die wir uns ansehen, sondern wir schauen uns tatsächlich auch Natura 2000-Gebiete, also europaweit geschützte Gebiete an. Ja, das Insektensterben hat mittlerweile so als Begriff, glaube ich, jeder mal irgendwie gehört. Das war tatsächlich so, dass irgendwie die Forschung, die wir da gemacht haben, dazu beigetragen hat, dass das so ja, quasi als gesellschaftspolitische Debatte überhaupt entfacht wurde. Und das war auch relativ absurd innerhalb kürzester Zeit, also sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, dass beispielsweise dann die New York Times da war oder wir hatten ja dann quasi schon in der darauffolgenden Woche Merkel auf dem Cover der Zeit und alles hat sich 2017, als die Studie rauskam, zum Insektensterben, also ums Insektensterben gedreht und was jetzt genau die Hintergründe davon sind, die möchte ich jetzt einmal so ein bisschen darlegen. Es geht im Wesentlichen um diese Malaisfallen. Die wurden nämlich konstruiert von René Malaise 1934, als er quasi in Myanmar versucht hat, vom schwedischen Naturkundemuseum aus möglichst viele Insekten zu fangen und damals neu zu beschreiben, weil das war ja alles komplett Neuland. Und heute gibt es von diesen ersten Fallenkonstruktionen auch noch hier zum Beispiel diesen Rüsselkäfer in Naturkundemuseen auf der ganzen Erde, die wirklich dann auch Typus-Tiere sind. Das heißt, dieses Exemplar trägt ja dann den erstmaligen wissenschaftlichen Namen. Und das war quasi so diese Geburt, deswegen heißt sie heute noch mal Malaise-Falle. Die wurde später mal von Henry Townes angepasst, einem amerikanischen Forscher, der sich Schlupfwespen sehr intensiv angesehen hat. Und der hat das Ganze wirklich zum ersten Mal dann auch so wissenschaftlich verbessert und standardisiert veröffentlicht. Das war ganz wichtig, weil es geht ja in der Wissenschaft immer um Vergleichen. Und das ist mit unterschiedlichen Modellen nicht möglich. Weshalb so ein Standard so wichtig ist, das erkennt man jetzt hier. Die sehen tatsächlich total unterschiedlich aus. Das heißt, manchmal haben die gar keinen Bodenkontakt. In vielen Fällen sind die an einen Baum gebunden oder sowas. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass jetzt in solchen Fällen alle Tiere, zum Beispiel Ameisen oder so, die diesen Baum hochlaufen, die landen dann auch in dieser Falle drin. Und damit kann man die dann eigentlich schon gar nicht mehr vergleichen. Deswegen muss man einfach ein bisschen darauf achten. Und der Entomologische Verein Krefeld macht das halt seit den 80er Jahren in Eigenproduktion. Und 1985 sieht man hier dieses Bild auch einmal, das ist der Koppelstein in Rheinland-Pfalz, fand dann auch zum ersten Mal so eine Untersuchung statt. Wie diese Malaisfallen funktionieren, das ist jetzt folgendermaßen, die werden wie so ein Zelt einfach in solche Schutzgebiete gestellt und sind an der Seite offen und Fluginsekten, die sich jetzt hier entlang bewegen, die fliegen halt in einigen Fällen in diese Falle herein.
kommen gegen diese Mittelwand und dann ist das Prinzip eigentlich so wie bei den Fliegen, was man am Fenster kennt oder so, was man da beobachten kann, dass die dann immer wieder gegen dieses Fenster fliegen und nach oben fliegen. Und diese meisten Insekten sind phototaktisch positiv aktiv, das heißt, die orientieren sich tagsüber zum Licht hin und deswegen hat halt diese Falle auch ein weißes Dach. Und hier oben sind Alkoholdämpfe drin in dieser oberen Flasche und die Insekten fallen da rein. Es ist tatsächlich so, dass man in der Insektenkunde mit dem Töten von Insekten auf jeden Fall arbeiten muss. Das heißt, das ist einfach nicht möglich, dass man unsere Insektenvielfalt wirklich im Gelände bearbeitet. Das geht nur bei ganz wenigen Gruppen, wie beispielsweise Libellen oder Heuschrecken oder beispielsweise auch Tagfaltern. Und auch da gibt es dann schon Grenzen. Also es gibt auch Tagfalter, die muss man dann wirklich eigentlich mit ins Labor nehmen. Die kann man draußen schon nicht mehr bestimmen. Und das ist so ein bisschen so eine ethische Frage, die man für sich so ausmachen muss. Ich vergleiche das immer ganz gerne eigentlich so mit dem Straßenverkehr. So, da nimmt auch jeder in Kauf, dass man eine Unmenge an Insekten tötet, egal ob man jetzt mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit der Bahn unterwegs ist, aber da vielleicht ein bisschen unbewusster. Und genauso sieht es eigentlich beim wissenschaftlichen Navigieren aus. Wenn man einfach Kenntnis erlangen möchte über die Insekten in einem Naturschutzgebiet, dann muss man die tatsächlich einmal auch vernünftig erfassen, sodass halt auch die Insekten im Anschluss immer wieder kontrolliert werden können. Das heißt halt, wenn diese Insekten dann schon mal für die Forschung gestorben sind, dann sollten die natürlich auch dauerhaft zur Verfügung stehen, dass halt auch WissenschaftlerInnen in der Zukunft sich das immer noch mal genau ansehen können. Und das sorgt dann zum einen dafür, dass wir so die Insektenfauna in so einem Gebiet erfassen können. Und dann gibt es manchmal biologische Dinge, die geklärt werden können. Das ist dann ganz spannend. Hier ist dann zum Beispiel ein so eine Wespe, da war damals abzählbar, wie vielen Naturkundemuseen in Europa die überhaupt vorkamen. Und die Biologie war noch nicht so ganz geklärt. Und ja, es ist so, dass die halt bei Atypus affinis, einer Vogelspinnenverwandten, sich entwickelt. Das heißt, die Larven, die leben in den paralysierten Spinnen dann unter der Erde, also ganz spezialisiert, eine ganz enge Bindung daran. Und selbst diese Spinne ist schon recht selten. Und hier konnte man dann damals auch wirklich mal so im Jahresverlauf einiges aufdecken. Das heißt, wir konnten wirklich mal wissen, wann ist diese Art aktiv. Und das hat ziemlich zur Kenntnis davon beigetragen, sodass im Anschluss auch wirklich diese Wespenart zum Beispiel viel besser eingestuft werden konnte hinsichtlich der Gefährdung und man wusste auch, wann man genau auf solchen Flächen dann überhaupt suchen muss, um die zu entdecken. Die Malaise-Falle fängt so viel wie so eine Spitzmaus in etwa an einem Tag frisst. Das heißt, es sind so 3 bis 4 Gramm pro Tag, nur damit man so eine Größenrelation hat, in etwa das, was eine Spitzmaus an Insekten pro Tag zu sich nimmt. Wir kennen unglaublich viel mittlerweile dann auch dank diesen Malaise-Fallen unter anderem an Wildbienen zum Beispiel. Das ist jetzt ein Auszug aus der roten Liste. Und die Apidae, das erste, das sind quasi die Wildbienen. Und da erkennt man, wie viele Exemplare von diesen Wildbienen bekannt waren aus Nordrhein-Westfalen für diese aktuelle rote Liste. Und dann sieht man halt, dass dieser Kenntnisstand einfach ab dem Zeitpunkt in den 80ern, wo Malaise-Fallen betrieben wurden, ganz stark nach oben kommt. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Basis, die wir heute an Daten haben, die dann auch in lokale rote Listen für den Naturschutz einfließen können. Und diese Listen werden quasi mit allen Untersuchungen deutlich genauer. Ja, es gibt eine umfangreiche Dokumentation dazu. Das heißt, wir nehmen tatsächlich mit Drohnen aus allen möglichen Richtungen das auf, haben so Metallplatinen, dass wir diese Fallenstandorte auch wiederfinden. Und ja, das ist quasi nochmal so ein Standard, den es beim Entomologischen Verein gibt. Und diese Luftbilder, die wir dann vorliegen haben, dann erkennen wir auch alle so ganz feine Strukturen wie dieses Totholz dann beispielsweise. Das ist für uns zur Auswertung recht interessant. Warum? Das sieht man später einmal so ein bisschen. Diese Dokumentation kann manchmal auch recht malerisch aussehen. Das ist jetzt hier so ein Drohnenfoto aus einem ja, Nationalpark in Frankreich. Und da erkennt man auf diesem Drohnenfoto natürlich auch alle Strukturen, die man sehen möchte. Die Originale sind so hoch aufgelöst, dass man da wirklich teilweise bis zu den einzelnen Pflanzengesellschaften herunter alles erkennen kann. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir zu den Pflanzengesellschaften immer komplette Listen vorliegen haben. Das heißt, die Vegetation wird immer mit erfasst an den einzelnen Untersuchungsstandorten in einem Umkreis von 50 Metern um diese Fallen herum. Und das liegt daran, dass die Insekten in sehr, sehr vielen Fällen enorm eng verknüpft sind mit den Pflanzen vor Ort. Ja, so kann es aber auch aussehen. Das ist jetzt bei uns am Rhein, im Naturschutzgebiet die Spey.
Und hier sieht man dann auch so Landnutzung. Hier laufen dann Menschen quasi am Gewässerrand lang und sieht diesen Gehölzstreifen hier, an dessen Rand diese Malesfalle steht. Und man muss auch sagen, das ist ein FFH-Gebiet, aber trotzdem gibt es in diesem FFH-Gebiet, in diesem europaweit geschützten Gebiet, eine Martwiese. Wie diese Fallen jetzt ausgewertet werden, bevor wir uns irgendwas ansehen, das ist so, dass quasi immer einmal alle Insekten gewogen werden. In dem Fall sieht man jetzt Hein Schwan hier diese Insekten einmal wiegen. Und das machen wir dafür, weil normalerweise für so Naturschutzfragen zum Beispiel Wildbienen bearbeitet werden, Schmetterlinge bearbeitet werden oder irgendwas anderes an Gruppen. Und die werden dann quasi aus den Insekten heraussortiert. Aber als Grundaussage dazu hat man zumindest die Möglichkeit, einmal alle Insekten, die darin reingeflogen sind, zu wiegen, um mit dieser Biomasse dann einen Wert zu erhalten, der im Nachhinein eventuell sonst gar nicht mehr da wäre. Ne? Das heißt, es ist ganz wichtig, das einmal zu dokumentieren. Und das machen wir auch standardisiert. Das heißt, hier gibt es auch so ein sehr strenges Messprotokoll, wie diese Fallen einmal gewogen werden. Und so kommt es auch zur Biomasse. Und vor allem ist Biomasse auch wirklich in diesem Zusammenhang jetzt sehr wichtig, weil wir uns das erstmalig angesehen haben. Ansonsten werden im Nachhinein so präparierte Insekten, kennt man ja aus einigen musealen Sammlungen in den Museen, die Insekten weiter bearbeitet. Das ist dann zum Beispiel, wenn ein Spezialist für Wildbienen und kleinste Wespen fertig ist mit diesem Material, dann hat man quasi von diesen einzelnen Wildbienen, die darin vorkommen, Präparate, die in den Museen stecken. Und ansonsten wird alles andere, was nicht bearbeitet ist, bei uns in Archivboxen archiviert und auch regelmäßig kontrolliert, dass das Material nicht verfällt. Und das macht den Entomologischen Verein ziemlich einzigartig, weil es ist tatsächlich so, dass in Forschungseinrichtungen solches Material von toten Tieren, die für die Wissenschaft gestorben sind, sehr schnell im Müll landet. Das ist eigentlich gang und gäbe. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Bodenfallen beispielsweise gesetzt in Laufkäferuntersuchungen in ganz Deutschland an unterschiedlichen Standorten. Dann landen schon alle Tiere, die sonst da drin gestorben sind, im Müll. Und nach wenigen Jahren gibt es dann einen Vernichtungszeitpunkt. Und da ist ganz wichtig, dass es das im Entomologischen Verein nicht gibt, sondern wir sagen halt, wenn diese Tiere gestorben sind, dann müssen sie quasi auch der Wissenschaft dauerhaft zur Verfügung stehen. Und dann kann es nicht sein, dass so ein Material nicht wertgeschätzt wird und nur weil es dann halt teuer oder viel Platz wegnimmt oder so, dass sowas dann nicht in Frage kommt. Und deswegen gibt es seit den 80ern dieses Langzeitarchiv da auch einfach. Und ja, früher sahen solche Proben tatsächlich mal so aus. Das heißt, das sind sehr, sehr große Flaschen. Wir sehen gleich, dass das heute nicht mehr so aussieht. Ja, wie das Ganze quasi so ursprünglich mal so ein bisschen entstanden ist. Diese Grafik, das ist eigentlich was ganz Simples, was wir hier gemacht haben. Wir haben an der Seite hier einfach nur das Gewicht und hier unten, das sind die Tage, wo wir diese Fallen dann mal geleert haben, alle 14 Tage in einem Gebiet. Und das haben wir einmal in Schwarz hier vorliegen mit diesen Querstrichen für 1989. Das heißt hier diese ganz hohen Biomassen 1989, wenn die Insekten gewogen wurden, die gingen hier deutlich über 16 Gramm pro Tag dann quasi hoch und einzelne Werte sehr häufig über diese 10 Gramm pro Tag. Und das an zwei Standorten im Orbrecher Bruch. Und dann haben wir 2013 dort Malesfallen stehen gehabt. Das war diese blaue Linie hier. Und das hatte uns ein bisschen stutzig gemacht, weil die höchsten Werte überhaupt auf 4 Gramm da in etwa kamen. Und genauso sieht es halt an diesem zweiten Standort auch aus. Das heißt, auch da hatten wir so eine Situation, dass diese Werte überhaupt gar nicht mehr über diese 10-Gramm-Schwelle kamen. Und das wussten wir noch nicht einzuschätzen. Aber das war ja erstmal ein einzelner Standort. Und dann haben wir 2014 tatsächlich, normalerweise machen wir das nicht so, dass, weil diese Falle ja quasi auch einen größeren Einfluss hat, dass man die dann wirklich mehrere Jahre hintereinander in einem Gebiet laufen lässt, sondern das ist dann eigentlich auch eine Ausnahme. Wir haben aber gesagt, wir machen das 2014 nochmal und das sind diese roten Linien. Auch da sehen wir, wir kommen gar nicht mehr auf diese ganz großen Werte, die wir damals hier hatten. Und dann kam so ein bisschen die Idee, man muss da wirklich mal genauer hinsehen und sich alle Werte, die wir haben, für andere Schutzgebiete und sowas auch ansehen. Diese Untersuchung zum Orbräucher Bruch, die wurde damals auch schon veröffentlicht. Genau, und dann haben wir das Ganze auch mal gemacht und haben quasi für alle Standorte, die wir so zur Verfügung hatten, diese Auswertung mal gemacht und dann einfach so eine Excel-Tabelle uns gebastelt, haben das mal farblich hinterlegt, jetzt einfach mal so und dann kam das hier heraus. Da sieht man erstmal nicht allzu viel.
Man sieht aber etwas ab dem Zeitpunkt, wenn man da einen Zeithorizont reinsetzt. Und zwar ab Anfang der 2000er Jahre erreichen wir solche hohen Biomassewerte, die wirklich hier über 15, über 20 Gramm in ganz, ganz seltenen Fällen sogar richtig hoch, die hier in diesem Bereich liegen. Das erreichen wir total selten, sondern nur noch ganz einzeln wenige Proben, die bis 10 Gramm pro Tag sind. Das meiste ist wirklich hier total im Keller, was diese Biomasse angeht. Und das Ganze kann man auch sehen, wenn man jetzt irgendwie exemplarisch mal solche Probenflaschen nebeneinander hält. Das heißt, wir haben dann hier so einen Standort von früher und hier so einen heutigen Standort. Man sieht einfach, dass die Fluginsekten, die in einer solchen Falle landen, auch an neuen Standorten, das sieht immer so aus aktuell, da sieht es wirklich sehr, sehr schlecht aus im Vergleich. Ja, und das haben wir dann in einem internationalen Team erstmal veröffentlicht, mit der Uni Nijmegen in den Niederlanden und Dave Goldson aus Sussex. Und das ist jetzt ein alter Screenshot, aber das war wirklich bemerkenswert, wie viel Feedback es dann dazu gab und vor allem, wie stark das von der wissenschaftlichen Community zugegriffen wurde. Das ist eines der zugriffsstärksten Veröffentlichungen, also Papiere gewesen, die dann quasi auch rausgekommen sind in diesem Fachjournal. Und bis heute gibt es da sehr, sehr viele Anfragen zu. Und die Presse, das war auch sehr bemerkenswert, das waren halt irgendwie innerhalb von 24 Stunden über 300 mediale Plattformen weltweit, wo das Ganze aufgetaucht ist. Was haben wir uns jetzt genau in dieser Studie angesehen? Da haben wir eigentlich das, was ich vorhin mal gezeigt habe, mit dieser Biomasse aus einzelnen Naturschutzgebieten, wo ja immer die Naturschutzforschung einfach nur im Fokus stand vor Ort. Das haben wir mal ausgewertet als Metastudie und die ein bisschen erweitert. Und das haben wir in ganz Deutschland gemacht, mit einem ganz starken Schwerpunkt am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Und diese schwarzen Kreuze, die man jetzt erkennen kann, das sind alles Wetterstationen, weil wir haben uns auch gesagt, dass wir in einem gewissen Radius dann einfach mal gucken, ob das vielleicht ein Klimaeffekt ist. Und man irgendwie daran was erkennen kann. Jetzt wird es nochmal stark wissenschaftlich grafisch, aber das sind auch eigentlich ähnliche Grafiken wie eben, die schnell erklärt sind. Hier an der Seite erkennt man dann wieder, also diese Höhen hier, das sind wieder die unterschiedlichen Biomassen. Und hier sieht man den Jahresverlauf und dann haben wir einfach mal alle Fallenfänge aus den unterschiedlichen Jahren aufgetragen. Und mittels Boxplot, so nennt sich das hier, das ist quasi eine Darstellungsform für solche Daten, die gesammelt werden, ist aber nicht ganz so wichtig, weil letztlich hier diese Mitte immer relevant ist. Diese schwarze Mitte, das ist nämlich der Median, ein Mittelwert, den man gut nutzen kann. Und das heißt, an diesem Mittelwert liegen genauso viele Proben darüber wie darunter. Und das haben wir uns angesehen. Und das ist dann wirklich einfach so, dass das hier sehr, sehr stark zurückging. Das heißt, das sind jetzt diese mehr als 75%, die man jetzt in diesem Fall auch im Titel dieser Veröffentlichung hat. Und diese 75% weniger Fluginsekten, das, was auch durch die Medien ging. Das Ganze kann man auch nochmal erkennen, wenn man das als Punkt aufträgt. Das ist dann jede einzelne Falle. Und das heißt, wenn eine Falle in diesem Probemonatszeitpunkt hier quasi so Punkte hat um 10, dann sieht man, dass die hier hinten auftauchen und wenn es quasi nur 1 Gramm ist, dann taucht das hier in diesem Bereich auf und dann erkennt man auch wieder im Laufe der Zeit einfach nur diese ganz modernen Daten, die kommen gar nicht mehr hier hoch auf diese mehr als 10 Gramm pro Tag. Das ist wirklich eine totale Seltenheit. Das gibt es auch heute an ganz wenigen Standorten, aber diese ganz hohen Werte wie hier, das erreicht man einfach nicht mehr. Und das ist so gesehen erstmal der grafische Background dazu gewesen. Dann kann man sich natürlich fragen, nährstoffarme Biotope wie beispielsweise Heideflächen, wo wir das drin hatten, und nährstoffreiche Biotope wie auch Auen, wo dann wirklich ein sehr, sehr hoher Umsatz an Biomasse und sowas ist. Das kann man ja nicht vergleichen. Und das haben wir deswegen auch mal gruppiert und haben uns nur diese Sachen angesehen und sehen auch da einfach einen negativen Trend für diese einzelnen Lebensraumcluster. Auch im Verlauf der Monate erkennt man quasi einen Unterschied. Und das sind jetzt alle Standorte, die wir nochmal eins zu eins wiederholt haben. Und es ist so, dass die alten Werte, das sind quasi diese grünen Bereiche hier im Hintergrund. Und da sieht man diese Riesenberge, die quasi immer so in diesem Leerungsintervall, das sind Tage hier unten dargestellt, die dann wirklich im Hochsommer immer riesengroß waren. Die sind heute total im Keller an diesen Standorten. Das heißt, heute in Orange erkennt man einfach nicht mehr diese ganz hohen Werte. Und das sehen wir auch, wenn wir das quasi so darstellen. Die höchste Veränderung von der Biomasse, die haben wir wirklich im Hochsommer. Das heißt, im Juli ist quasi der höchste Verlust von Biomasse zu erkennen, wenn man diese Daten vergleicht.
Glücklicherweise, wir waren erstmal eine ganze Menge damit alleine mit diesen Daten, sind wir mittlerweile nicht mehr allein damit. Es gibt mittlerweile einige Studien, die nochmal erschienen sind zum Insektenschwund, wo auch weitere Daten dargestellt wurden, die sehr interessant sind. Und eine sehr interessante Studie war beispielsweise die hier. Und die kommt aus Bayern, diese Studie, die kam aber erst 2019 raus. Bis dahin hatten wir quasi erstmal 2 Jahre, wo wir dann alleine damit standen. Deswegen war das aber auch sehr schön, das einmal zu sehen. Und die haben sich nämlich zwei unterschiedliche Dinge angeguckt. Die haben sich einmal Forst angeguckt und einmal Grasland, Offenland. Und die haben in allen Bereichen, die sie quasi festgestellt, also die sie betrachtet haben, haben sie festgestellt, dass dort Rückgänge vorhanden sind. Und wenn diese Daten korrekt sind, dann ja auch noch in einem viel kürzeren Zeitraum, nämlich innerhalb von 9 Jahren. Das heißt, Biomasserückgang 67% im Offenland, die haben das nicht gewogen, sondern die haben das in dem Fall künstlich gemacht. Und 41% in Wäldern. Das heißt, hier haben wir jetzt keine Naturschutzgebiete vorliegen, sondern das sind jetzt quasi in vielen Fällen auch Nichtschutzgebiete. Und da sieht es scheinbar noch schlimmer aus. Wir haben auch versucht, Ursachen herauszufiltern. Und da muss man aber sagen, das ist ziemlich schwierig. Das ist jetzt wirklich mal so ein kleines Naturschutzgebiet hier am Niederrhein, was man erkennen kann. Und man sieht dann halt, dass alles, was nach unten geht, das hat quasi einen negativen Einfluss gehabt. Also hier ist quasi der Insektenrückgang. Und da, wo wir dann positive Effekte gesehen haben, das ist das, was wir hier oben sehen. Und man sieht zum Beispiel das Brachland, das ist sehr positiv gewesen für Insekten, sehr gut. Da kamen sehr viele, eine sehr hohe Biomasse vor. Und das ist auch bekannt, dass quasi überall dort, wo Brachen sind, wo Pionierlandschaften sind, dass das dann auch wirklich ein absoluter Hotspot ist für so eine Biodiversität. Und gleichzeitig weiß man auch, Insekten mögen es nicht so gerne dunkel. Das heißt, überall da, wo sehr, sehr viele Bäume hochgekommen sind, sieht man so ganz, ganz leichte negative Effekte. Aber das ist auch extra abgeschnitten, weil normalerweise würde diese Grafik elendlang sein. Wir haben uns ganz wichtig eigentlich ja diese Klimadaten angeguckt. Das heißt hier Temperatur und Niederschlag. Und das hat keinen relevanten Einfluss gehabt. Das heißt, dieses Modell konnte uns zumindest zeigen, wir haben zwar nur eine sehr kleine Erklärung gefunden, aber Klima ist es mit Sicherheit nicht. Und das Größte an Faktoren, die dann eigentlich verantwortlich dafür sind, die hatten wir in unseren Messdaten nicht zur Verfügung. Ja. Es gibt aber dann halt auch noch einzelne Beispiele, wo wir schon gesehen haben, das muss einen Einfluss haben. Es gibt nämlich das Problem, dass wir teilweise Äcker mitten in Schutzgebieten haben und diese Äcker auch bewirtschaftet werden. Und die Malaisfallen haben wir jetzt hier an der Bisslicher Insel an mehreren Stellen stehen gehabt. Und hier erkennt man dann auch einfach, dass wir einen ganz, ganz starken Verlust von Biodiversität bei den Schmetterlingen hatten in zwei Wiederholungsuntersuchungen. Und das Ganze hier liegt auch noch höher, das heißt, es fließt hier wirklich runter. Und in diesem Fall ist es möglich, dass halt so ein Einfluss gegeben ist durch die Landwirtschaft, weil hier tatsächlich einfach eine Bewirtschaftung in dieser Naturschutzfläche stattfindet. Und wir haben uns da vor allem nochmal diese schilffressenden Schmetterlinge angesehen und haben da gesehen, dass da 88% zurückgegangen sind. Und man muss wissen, dass Schilf beispielsweise sehr, sehr stark unterschiedliche Pestizide anreichern kann. Und die pflanzenfressenden Insekten, die sich auf Schilf spezialisiert haben, die nehmen das natürlich mit ihrer Nahrung auf. Das heißt, hier gab es einen so einen Hinweis, wo wir schon dachten, so, das könnte auf jeden Fall in so eine Richtung gehen. Deswegen gibt es heute jetzt auch als kleinen Ausblick in diese Richtung gehend, das ist ja nicht unsere Forschung nicht die einzige, die zeigt, dass so ein Konflikt mit Landwirtschaft herrscht. Unter anderem das Forschungsprojekt Diversität von Insekten in Naturschutzarealen, DINA. Und hier schauen wir uns wirklich Konfliktbereiche an, indem wir da Malaisfallen Transekte setzen. Und diese Malaisfallen Transekte, die laufen dann wirklich so vom Acker aus in Schutzgebiete rein. Und haben einen gewissen Abstand dazu. Und hier werden dann auch immer vegetationsökologische Aufnahmen mit hinzugefügt. Und dann schauen wir uns wirklich auch noch die Pestizidbelastung in diesen Böden an. Das ist nämlich ein ganz großes Problem, dass wir Fragmentierung haben. Das heißt, manchmal sehen Schutzgebiete wirklich aus wie dieses Schutzgebiet hier. Und angrenzende Flächen werden komplett bewirtschaftet und auch noch alle unterschiedlich natürlich. Und wir wissen einfach nicht wie. Es gibt einfach überhaupt gar keine Daten dazu, was wird hier eingesetzt. Und wenn irgendwelche WissenschaftlerInnen kommen und sagen, wir möchten wissen, was hier der Bauer nutzt irgendwie, was nutzen die Landwirtinnen auf diesen Flächen hier, dann sagt die Landwirtschaftskammer, geht sie nichts an. So.
Und das ist ein ganz großes Problem. Diese Daten werden auch nicht vernünftig gespeichert. Das heißt, sie liegen nicht digital vor. Und dieses Projekt sorgt jetzt auch einmal gemeinsam mit Landwirtinnen, die da mitmachen, dafür, dass wir wirklich mal Daten uns in diesem Konfliktbereich ansehen und uns einmal ansehen, wie es überhaupt um so Pestizidbelastung in Naturschutzgebiete steht. Aber wir wissen aus zwei Forschungsberichten mittlerweile, dass sehr, sehr viele Stoffe eben in diesen Schutzgebieten landen. Und das sollte ja eigentlich nicht Sinn und Zweck sein. Genau, in vielen Fällen haben wir auch noch das Problem, dass diese Flächen eben genau in Schutzgebieten liegen. Das heißt, das hier ist ein Naturschutzgebiet und diese Äcker, die da drauf sind, sind Teil des Naturschutzgebietes. Das heißt, sie sind rein theoretisch, in diesem Fall sind die sogar europaweit geschützt. Dieser Acker ist dann genauso geschützt wie der Rest, wird aber ganz normal herkömmlich bewirtschaftet und setzt auch ganz normal herkömmlich Pestizide ein. Genau, das ist ein anderes Projekt in PDIF, wo man das auch einmal sieht, wie das dann aussehen kann. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung. Und genau die einige Aspekte habe ich noch dabei, die würde ich dann gleich aber in die Diskussion unterbringen. Ich glaube, so die Datengrundlage habe ich jetzt erstmal geschaffen und gezeigt, was wir gemacht haben an Forschung. Und von daher erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, wir willkommen zum Vortrag der Biodiversität. Wir haben jetzt schon einiges gehört. Somit haben die Bs gewonnen. Sehr gut. Okay. Ich bin die Sophia. Ich habe meine Bachelorarbeit gemacht in Sydney über die marinen, künstlichen und natürlichen Substrate. Habe auch schon einiges zu Biodiversität und invasiven Arten auch gelernt. Habe dann meinen Master der Biodiversität gemacht oder mache ihn zurzeit noch. Das ist an der Ruhr-Uni und in Essen ein kleiner Kooperationsstudiengang. Bei Instagram bin ich auch und ihr könnt mir auch gerne E-Mails schreiben, wenn ihr möchtet. Ja, wie ihr schon gehört habt, bin ich auch sehr fleißig für die Umwelt aktiv. Und zwar war ich auf den Philippinen vor 3 Jahren mit meiner Freundin Tabea und wir haben da ein Modul gemacht über den Regenwald. Waren da 6 Wochen lang und es war super schön, einfach ja unberührte sozusagen Natur zu erleben. Und wir haben dann die Ranger kennengelernt, das auf der Forschungsstation, die dort auch im Regenwald patrouillierend haben. Und die haben richtig spannende Sachen erzählt, dass die halt ja auch ihr Leben riskieren, um halt den Wald von Wilderern, die Tiere wildern und Holz schlagen, ja, zu schützen. Und dann wurden wir da aktiv. Tabea hat dann eine Webseite gemacht. Wir haben verschiedene Straßenaktionen gehabt. Und jetzt verlagern wir das Ganze wegen Corona natürlich dann eher ins Internet. Schaut euch doch gerne mal bei philincon.org vorbei. Da gibt es zum Beispiel Teilpatenschaften. Das heißt, ihr könnt unsere wunderhübschen Tiere, die wir in den Rettungsstationen haben, mit versorgen. Denn gerade ja, brauchen wir sozusagen auf jeden Fall jeden letzten Cent. Ja, ich mache aber auch andere schöne Sachen. Stadtparkgarten zum Beispiel. Nicht nur den Regenwald schützen, sondern auch hier vor Ort. Es gibt natürlich auch die NAIO, da kann man auch sehr gerne aktiv werden. Da bin ich auch. Extinction Rebellion, die Scientists for Future gibt es hier auch in Bochum, Essbare Stadt. Und Biosphäre Ruhr hat der Patrick gegründet, diese wunderhübsche Webseite. Da helfe ich ihm auch ab und zu mal ein bisschen aus. So, genug zum Werbeteil. Jetzt kommen wir zur Biodiversität. Ich habe wieder mal eine Umfrage für euch mitgebracht und zwar. Zum Thema Biodiversität. Was davon ist denn jetzt bunter? Es wird auch noch schwieriger, aber ihr könnt mal reinschreiben, A oder B. Was ist bunter? Ja, sehr gut. Auf jeden Fall A. Das sieht man hier eindeutig. Wir haben hier nicht nur zwei dominierende Arten und ein paar kleine dazu, sondern wir haben hier ganz viele Arten, die sind gleich verteilt. Hier nochmal eine Frage. Was ist bunter, C oder D? Genau, D. Wir haben zwar hier eine Gleichverteilung überall, die ganzen Arten haben
alle ein Viertel hier nehmen alle sozusagen prozentual ungefähr zwar das gleiche ein von der Kästchengröße, aber hier sind natürlich einfach mehr andere Arten, die man hier sieht. Und jetzt nochmal eine tricky Frage. Was ist jetzt bunter, E oder F? Vielleicht müsst ihr dafür ein bisschen die Augen zukneifen und ein bisschen weiter weg vom Bildschirm gehen. Jetzt gerade ist es nämlich die Waage zwischen E und F. Genau, also wenn ihr die Augen so ein bisschen zukneift oder ein bisschen weg vom Bildschirm geht, bunter ist E. Und zwar wegen der Gleichverteilung. Wir haben hier eine höhere Gleichverteilung. Zwar nur 4 Arten, hier haben wir 6 Arten, aber hier sind 2 dominante Arten und die anderen Arten sind nur in sehr geringen Teilen da. Deswegen, genau, Biodiversität ist nicht nur die Artenanzahl, sondern auch die Verteilung spielt damit eine Rolle, je nach Biodiversitätsgleichung und Berechnung. Ja, was ist überhaupt die Biodiversität? Also Artenvielfalt haben wir ja schon einiges zugehört. Hier haben wir nochmal die Artenverteilung. Das heißt, hier leben wir eigentlich in der Welt der Insekten. Die Hälfte aller Arten sind Insekten. Das heißt, wir leben eigentlich in deren Welt sozusagen. Das kann man auch ein bisschen an den Säugetierarten sehen. Also wir haben ungefähr 4000 Säugetierarten, aber 64.000 Rüsselkäfer. Und das ist ja schon eine beeindruckende Artenanzahl, die die Insekten einfach ausmachen. Ist Artenvielfalt denn jetzt Biodiversität? Ja, also Artenvielfalt ist mit ein wichtiger Teil, aber wir haben auch die genetische Diversität, die Artendiversität und die Diversität der Ökosysteme. Es gibt auch noch die die Biodiversität der Interaktion, zum Beispiel zwischen Arten, zwischen hier den beiden Ameisen. Das alles zusammen ist die Biodiversität und die unterliegt menschlichen Stressoren. Die erzähle ich euch gleich auch noch ein bisschen genauer. Wir haben hier verschiedene Funktionen, die die Biodiversität erbringt und auch verschiedene Ökosystemdienstleistungen. Die zeige ich euch gleich auch nochmal. Biodiversität ist super wichtig für ein stabiles System. Das heißt, je mehr Komponenten ich habe, desto stabiler ist das System. Das heißt, wenn eine Komponente, also eine Art, mal ausfällt, ist das nicht so schlimm. Die Arten haben dann genug andere Arten, auf die sie dann zurück- und ausweichen können. Die Biodiversität hat auch einen Wert und den kann man auch monetär abschätzen. Das zeige ich auch gleich nochmal. Ja, wir haben ja schon gehört, das Insektensterben interessiert uns alle, aber warum eigentlich? Also Insektensterben und Insekten, die machen eine Ökosystemdienstleistung, zum Beispiel das Bestäuben auf Feldern und in natürlichen Ökosystemen. Außerdem sind sie Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere und sie regulieren natürliche Kreisläufe. Das sind alles sehr wichtige Punkte, aber es gibt auch noch viel mehr, warum wir Biodiversität brauchen und welche Ökosystemfunktionen und Dienstleistungen das alles bietet. Und zwar zum Beispiel Kohlenstoffspeicher oder die Reinhaltung von Luft und Wasser. Es reguliert Klima. Biodiversität ernährt uns natürlich. Jedes zweite Medizinprodukt ist auf Basis von einem Wildpflanze zum Beispiel entstanden und Schutz vor Naturkatastrophen als Puffer zum Beispiel, vor Sturmfluten und so weiter und so fort. Aber auch für die Gesundheit spielt es eine Rolle, für Tourismus und so weiter und auch Schutz vor invasiven Arten. Denn je mehr Biodiversität ich habe und je mehr Arten da vorkommen, desto schwieriger haben es invasive Arten, sich da vorzudringen und auszubreiten. Zumindest in der Theorie. Ja, wo ist denn überhaupt die Biodiversität hoch? Die ist am Äquator am höchsten. Also ihr seht,
Am Äquator ist sie am höchsten. Was ihr nicht seht oder was hier auch noch hier mit drin ist, das sind das alles, das Rot, das sind Biodiversität-Hotspots. Das sind also die Fleckchen der Erde, wo die Biodiversität sehr hoch, aber auch gleichzeitig sehr bedroht ist. Und da haben wir hier zum Beispiel die Philippinen. Das ist auch da, wo der Regenwald ist, wo ich war. Ja, mit einer der höchsten Biodiversitäten, die es da so gibt. Das heißt, mit einem Euro kann man da so viele Tiere retten wie nirgendwo sonst. Mal ein bisschen Werbung. Ich habe noch mal ein Quiz für euch mitgebracht. Wie viele Säugetierarten sind denn wohl vom Aussterben bedroht? Was denkt ihr? A, B, C oder D? 5%, 10%, 20% oder 50%? Ja, zwei Antworten sehe ich schon. Drei Antworten. Genau, also ihr habt recht, es sind ungefähr 20%, ein bisschen mehr sogar, wenn man sich das hier mal anschaut. Die Arten sind sehr bedroht. Bei den Säugetieren sind wir ja bei so 25% ungefähr. Das ist dann bei den Palmfarnen die sind sehr stark gefährdet. Also sehr viele dieser Arten sind auf der rote Liste gelandet, die als stark gefährdet eingestuft sind. Und das nimmt von Jahr zu Jahr auch leider nicht ab. Und ich habe noch mal was für euch mitgebracht, und zwar ja, was denkt ihr denn, wie hoch die durchschnittlichen weltweiten Verluste von Beständen sind von wildlebenden Wirbeltieren? Also wie viele Individuen in Populationen gibt es weniger in den letzten 50 Jahren ungefähr durchschnittlich global? Ein Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel? Ja, ich sehe ja schon eine Antwort. Ihr tippt alle auf B. Aha, Magdalena hat leider recht, es ist nämlich zwei Drittel. Und das können wir uns nochmal hier anschauen. Die Bestände sinken. Das heißt, hier zum Beispiel in Südamerika ist es halt dramatisch. Minus 90% sind die Populationen geschrumpft. Und jetzt könnte man sich fragen, was hat das eigentlich mit Biodiversität zu tun, dass die Populationen jetzt geringer werden? Also ich meine, nur weil eine Population kleiner wird, heißt es doch jetzt nicht, dass die Biodiversität geringer ist, oder? Nun ja, also kleinere Populationen haben leider durch Inzucht und zufällige genetische Drift, das erkläre ich euch gleich nochmal, verlieren dann genetische Variabilität, also genetische Vielfalt. Und die genetische Vielfalt, habe ich ja vorhin erzählt, ist ein Teil der Biodiversität. Und wenn die geringer ist, dann gibt es auch eine geringere Anpassungsfähigkeit der Tiere an zum Beispiel Umweltveränderungen wie Klimawandel zum Beispiel oder irgendwelche anderen Umweltänderungen. Und das hat dann zur Folge eine höhere Sterblichkeitsrate und eine geringere Fortpflanzungsrate, führt wiederum dazu, dass es kleinere Populationen gibt. Das heißt, wir haben hier so eine ja, negative Rückkopplungen. Denn je mehr, also je größer Populationen sind, desto anpassungsfähiger können sie nämlich an Umweltveränderungen sein, weil da potenziell mehr genetische Vielfalt drin ist. Das heißt, man kann dann Arten und Ökosysteme verlieren. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Schwankungen in Populationen sind vollkommen normal. Das ist dann die sogenannte Drift, die da auch mit eine Rolle spielt. Die Populationen schwanken hin und her. Und bei ausreichend großen Populationen ist das nicht so schlimm. Das Problem ist, wenn die Populationen aber immer kleiner werden hier, also hier immer Populationen werden immer kleiner und dann die genetische Drift dann noch einsetzt, also diese zufälligen Schwankungen, kann es auch sein, dass es irgendwann die Population leider nicht mehr gibt und die dann ausstirbt. Genau, das heißt, das ist natürlich auf jeden Fall keine gute Sache. Deswegen ist Verlust genetischer Biodiversität ein riesengroßes Problem. Ich habe hier, jetzt könnte man sich fragen, ja,
Was sind jetzt diese fünf oder die Hauptursachen? Und ja, die fünf Hauptursachen, zumindest laut diesem Bericht, können oder sind die Änderung von Ozean- oder Landnutzung. Das bedeutet also Habitatzerstörung oder die Übernutzung von Lebewesen, also Überfischung zum Beispiel. Klimawandel spielt eine große Rolle. Umweltverschmutzung durch Stickstoff, durch Lichtverschmutzung, durch andere Umweltgifte. Aber auch invasive Arten spielen dabei eine große Rolle. Also Arten, die einheimische Arten verdrängen und die nach dem 17. Jahrhundert zu uns gekommen sind. Zum Beispiel durch Schiffe wie Kaninchen in Australien, die irgendwie Estere ausgesetzt wurden oder zufällig da angekommen sind und große andere einheimische Tiere bedrängen und bedrohen. Einen Grund habe ich ja genannt, ist der Lebensraumverlust. Und ja, wie viel Wildnis haben wir denn noch? Also damals, also 1700, hatten wir ungefähr ja, 50% hatten wir an Wildnis und 45% an halbnatürlichen Habitaten und nur 6% waren Nutzland. Heutzutage sieht das aber genau andersrum aus. Das heißt, wir haben jetzt, damals hatten wir 50% Wildnis und heute haben wir 50% Nutzland und nur 25% haben wir noch Natur, übrige Natur und 19% ist halbnatürlich. Das heißt, die Fläche geht mit der Artenvielfalt einher. Das heißt, je weniger natürliche Fläche ich habe, desto weniger Artenvielfalt habe ich dann auch. Vielleicht habt ihr was vom Grabeland gehört oder anderen Sachen, die in Bochum vor sich stattfinden. Vielleicht habt ihr auch gehört, dass voll viele Bäume jetzt in letzter Zeit gefällt wurden, dass sehr viel versiegelt werden soll. Grabeland zum Beispiel soll versiegelt werden. Das sind eine Art von Schrebergarten in Bochum-Dahlhausen. Und die wollen da eine Neubausiedlung hinbauen. Und ich zeige euch gleich, warum das ein Problem ist. Bochum ist nämlich von ganz NRW auf Platz 4 der Versiegelung. Und ich glaube, Bochum hat den Anspruch, noch mehr zu versiegeln. Und auf Platz 9 von ganz Deutschland. Und das ist schon eine ziemlich beeindruckende Zahl. Ja, negativ beeindruckend natürlich. Ich habe hier nochmal eine Folie für euch mitgebracht. Und zwar sehen wir die Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen. Und zwar von 1935 haben wir 250% mehr Siedlungs- und Verkehrsflächen. Zwar steigen auch die Wasserflächen, aber das Öd und Unland, das wird immer weniger. Das heißt, wir haben starke Flächenverluste durch Verkehr und Siedlung. Wir haben große Verluste bei Um- und Ödland. Und wir haben auch noch die Landschaftszerschneidung und Fragmentierung von Lebensräumen. Das haben wir vorhin ja schon gehört, warum das schlecht ist. Außerdem haben wir auch den Verlust von klein strukturierten Agrarlandschaften. Das heißt, wir haben immer weniger Kleinbauern und immer mehr Großbauern. Und die zermähen dann das ganze Feld, haben dann immer größere Maschinen und immer weniger Blühstreifen und Wildstreifen, die dann in der Zwischenzeit da draufstehen. Und der Mensch, der nimmt immer mehr Fläche in Anspruch. Also pro Jahr werden 60 Hektar versiegelt. Ziel ist es, nur noch 30 Hektar pro Jahr zu versiegeln, aber der Trend ist zwar, der geht zwar runter, aber trotzdem, wenn man jedes Jahr immer wieder 60 Hektar versiegelt, immer wieder, dann ist das natürlich eine sehr starke Biodiversitäts- und Flächenverlust. Und ja, Lebensraumverlust für manche, andere gewinnen zum Beispiel, hat man pro Person damals 1960 ungefähr 19 Meter pro Quadrat gehabt und heutzutage hat man ungefähr ja, 50 Meter pro Person. Das heißt, die Menschen nehmen immer mehr Wohnanspruch für sich und andere Wilde oder die Wildnis leidet dann darunter. Wie schon gehört, Landschaftszerschneidung hat auch leider sehr viele andere negative Folgen. Also Landschaftszerschneidung durch Straßen zum Beispiel.
Da haben wir ja zum Beispiel den Dannröder Wald mit dem Hashtag Wald statt Asphalt. Das heißt, die wollen da durch einen gesunden Wald eine Autobahn durchbauen. Und warum das schlecht ist, das zeige ich euch hier mal. Also, in einem großen Naturschutzgebiet oder Landschaftsgebiet können auch große Tierarten leben. Wenn wir das aber zerschneiden, dann haben aber die großen Tiere zum Beispiel keinen Platz mehr. Dafür haben wir mehr Rand. Das führt dazu, dass wir die Artenzusammensetzung verschieben. Außerdem, wenn man da so eine Straße durchbaut, werden auch sehr viele Insekten dann von den ganzen Autos getötet und andere Tiere natürlich auch. Das heißt, wir haben eine höhere Drift, also die Tötung, zufallsbedingte Tötung von Tieren, das dann nicht mit Selektion zu tun hat. Das heißt, die Tiere können sich auch gar nicht anpassen an eine Straße. Das Teilen der Population hat auch noch weitere negative Folgen. Zum Beispiel gibt es dann weniger Genaustausch. Die Genverarmung kann dadurch eine Rolle spielen. Dadurch können die Populationen krankheitsanfälliger sein. Inzucht könnte die Folge sein. Und man hat dann lokale Aussterbeereignisse. Und wenn immer wieder Populationen aussterben, sinkt ja auch dann die genetische Vielfalt. Ja, wir schauen uns mal die Fragmentierung in Europa an, die Waldfragmentierung. Wo ist denn überhaupt etwas noch nicht zerschnitten? Das Rote ist alles zerschnitten und das Grüne noch nicht. Und dann sieht man, oh, in Europa sowie auf den Philippinen sieht es ganz schön düster aus. Also wir müssen so langsam mal eine Kehrtwende hinbekommen, aufhören mit Fragmentierung und hin wieder zu großen Naturschutzgebieten. Okay, erstmal trinke ich noch mal einen Schluck hier. Wir kommen nämlich dazu, dass Biodiversität einen Wert hat. Und den kann man monetär auch feststellen. Das bedeutet, dass je mehr, hier sieht man, je mehr Tierarten es gibt, desto höherwertig ist dann auch ein Habitat und desto mehr Geld bringt es den Menschen dann auch. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt sinkt diese Kurve rapide. Vielleicht, wenn ihr in der ersten Vorlesung wart, habt ihr was von der Redundanzhypothese gehört. Die Kurve sieht ganz ähnlich aus. Ab einem bestimmten Zeitpunkt knickt das dramatisch ab. Und mittlerweile sind wir in Deutschland nicht mehr da oben, sondern eher hier irgendwo. Ist natürlich keiner weiß, wo genau wir uns gerade befinden und wo genau dieser Einschnitt ist. Aber wir sollten uns auch ökonomisch Gedanken machen, ob wir so weitermachen können oder nicht. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, wie man das mit dem Geld so ein bisschen feststellen kann. Und zwar in Madagaskar, in dem Masoala Nationalpark, haben wir festgestellt, dass der medizinische Wert bei 1 Million US-Dollar liegt. Erosionsschutz hat einen Wert, CO2-Fixierung hat einen Wert, aber auch Erholungsfaktor hat einen sehr großen Wert, 5 Millionen Dollar, alle 30 Jahre ungefähr, und Holz und Nahrung, also Forest Products. Und das alles, also ein so Nationalpark, hat einen Kapitalwert von ungefähr 160 Millionen US-Dollar. Und es ist wichtig, den Politikern auch ein bisschen die Zahlen zu zeigen, denn man rechnet normalerweise immer, ja, dieser Fischbestand, was bringt er mir, wenn ich ihn ausfische? Man rechnet aber nicht, wenn ich ihn da lasse, was bringt er uns dann? Und es ist auch wichtig, ja, Politikern zu zeigen, was diese Flächen eigentlich wert sind. Es ist natürlich schwer, sowas zu berechnen, aber das geht, zumindest abzuschätzen. Ich habe euch noch mal eine andere Folie mitgebracht, und zwar jährlich werden global ungefähr 6 Milliarden US-Dollar für den Erhalt geschützter Gebiete ausgegeben. Das ist ganz schön viel. Wenn man sich dann aber anschaut, dass 6 Milliarden US-Dollar 1999 ausgegeben wurden, um die Sturmschäden von Hurricane Floyd zu beheben, dann denkt man sich, okay, vielleicht ist es ja doch nicht so viel.
Ja, 15 Milliarden US-Dollar wurden 2002 ausgegeben in England, als die eine Charger-Kampfflieger bestellt haben. Und 50 Milliarden US-Dollar werden jährlich für Diätmittel ausgegeben. Und dann denkt man sich, okay, dann sind die 6 Milliarden US-Dollar, die für geschützte Gebiete ausgegeben werden, vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Also man muss doch schauen, wie man die Prioritäten setzen sollte. Das heißt auch, dass der Erhalt von Ökosystemen günstiger ist als die Reparatur davon. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut zurück aus der Pause wiedergekommen. Jetzt geht's los. Ich erzähle erstmal, warum und wie ich überhaupt ja, auf diese Idee gekommen bin, mir die Bochumer Biodiversität überhaupt erstmal anzuschauen. Und zwar, ich habe 2019 für mein Studium ein Praktikum gemacht an der Biologischen Station Östliches Ruhrgebiet. Und habe mir die Frage gestellt, was ist denn jetzt eigentlich biodiverser? Extensiver Rasen oder intensiv gemähter Rasen? Also hohes Gras oder kürzeres Gras? Und dafür meinte einer der biologischen Stationen, hey, also wenn du Naturschutzgebiete nicht so gerne machen willst, weil da alles schon zerlaufen ist und da ganz viele Hundebesitzer sind und du kaum ein Fleckchen findest, mach das doch auf Friedhöfen. Und ich so, jo, das ist doch eine gute Idee. Und genau, ich hatte dann die Hypothese, dass ja, seltener Gras mehr Tiere hat. Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wie ist denn überhaupt die Biodiversität auf den Friedhöfen derzeit und wie könnte man sie anheben? Mit der Hypothese, dass ein strukturvielfältiger Friedhof auch biodiverser ist. Und das habe ich dann in Bochum gemacht. Ich muss noch mal ganz kurz den Chat öffnen, damit ich das sehe. Genau. Genau, also ihr seht hier das Rote, das sind alles Bochumer Friedhöfe. Ganz schön viele, ich glaube so 36, wovon 24 städtisch sind. Und ich habe mir vier Friedhöfen hier in der Innenstadt, also auf dem Hauptfriedhof und in Hamme und Hordel und Günnichfeld habe ich mir also die Friedhöfe mal angeschaut. Habe Bodenfallen untersucht, die hat ja Totholz Thomas auch erwähnt, habe mir Laufkäfer angeguckt und habe festgestellt, aha, in dem extensiv gemähten Bereich gibt es doppelt so viele Tiere. Wie vermutet also, ja, doppelt so viele Individuen habe ich da gefunden. Allerdings gab es eine dominante Art, das ist dieser hier, das ist der Pycillus versicolor. Und weil da eine Art so stark dominant ist, ist also auch die Biodiversität geringer in den extensiven Flächen. Das hat mich schon sehr verwundert. Das kann verschiedene Ursachen haben, soll hier gar nicht so Thema sein. Ich habe mir dann aber angeschaut, wie genau das jetzt also ist. In den 24 Arten der einen Woche, die ich bis jetzt ausgewertet habe, habe ich 10 Arten gefunden, die auf beiden Flächen vorkommen. Also das sind hier zum Beispiel, wo Blau und Orange zusammen ist. 7 Arten, zum Beispiel diese hier, gab es nur im extensiven Bereich. Das sind hier die Tierarten, die da vorkommen. Und 7 Arten kamen nur im intensiven Bereich vor. Das heißt, es gibt also Tiere, die entweder nur das eine oder nur das andere wollen, oder Tiere, die auf beiden A-Flächen vorkommen. Das heißt, man kann also schon sagen, jetzt erstmal, ne, bei weiterer Auswertung kann das sich vielleicht noch mal ein bisschen abändern, aber es ist also gut, beide Flächentypen zu haben. Das heißt, höheres Gras und kürzeres Gras, damit da beide Arten von Ge Tiergemeinschaften vorkommen können, die Sonne lieben, aber die auch keine direkte Sonne mögen. Nun kommen wir aber zu den einfachen Maßnahmen, die man jetzt umsetzen kann, außer dass man kurzes und langes Gras hat. Ich habe mir also Friedhöfe angeschaut. Die Maßnahmen, die jetzt kommen, kann man aber auch in Stadt, Park und Garten umsetzen, Privatpersonen, Initiativen, Stadt. Das ist tauglich für alles und alle. Die Maßnahmen, die ich ausgewählt habe, sollen günstig und einfach umzusetzen sein, pflegearm und ja, so beschwerdefrei wie möglich.
Die Oasen der Vielfalt, so habe ich das Projekt genannt. Da seht ihr auch hier das Logo, was ein bisschen abgeschnitten ist oben und unten. Hat einen gemeinsamen Nenner, also Mensch und Natur. Die mögen beide eine hohe Biodiversität und dass es gut fürs Stadtklima ist. Eine hohe Strukturvielfalt fördert auch sozusagen die Biodiversität, ist also kein Streitpunkt. Und dass es naturnah und ruhig ist, ist auch ja, sehr positiv, auch für beide Sachen. Jetzt schauen wir uns aber den Konflikt mal an, und zwar Interesse des Menschen, den es ja so gar nicht gibt. Da soll es natürlich ordentlich und aufgeräumt und gepflegt sein, pflegearm und gut belegt und dadurch günstig. Und die wollen natürlich nicht die ganzen Fraßschäden da haben. Und mit die könnte man jetzt die Angehörigen meinen, die halt dafür, die für die Friedhofsflächen bezahlen, aber dann auch meckern. Da gibt es aber auch viele andere Menschen, die Friedhöfe nutzen: Jogger, Radfahrer, Spaziergänger, Gärtner und Friedhofsmitarbeiter zum Beispiel. Und das Interesse der Natur gibt es natürlich so auch nicht, ist aber möglichst unordentlich und wild, also wilde Ecken, super wichtig. Und möglichst groß und ungestört, und am besten soll es auch viel Nahrung und Lebensraum bieten und von vielen Tieren genutzt werden. Und das ist mein vorgeschlagenes Vorgehen. Also falls ihr jetzt euren Garten ein bisschen besser machen wollt, müsst ihr natürlich erstmal feststellen, oh, wie ist er denn gerade? Also den Ist-Zustand erstmal feststellen und gucken, was überhaupt schon da ist. Welche Strukturen habe ich schon und welche noch fehlen? In Gärten und Friedhöfen gibt es ein Müllkonzept, also mit Kompostierung und so weiter, dass man versucht, Müll zu reduzieren und Sachen wieder zu verwerten, anderen zur Verfügung zu stellen. Und wie pflege ich denn überhaupt meine Flächen? Und es ist ganz gut, um die Strukturen zu erhalten, ist es gut, zu überprüfen, also auf Wiese und Rasen, das hatten wir gerade schon so ein bisschen. Also beides, habe ich beides sozusagen. Habe ich auch Wasser, also Wasseranschlüsse und oder Wasserschalen, also solche großen Wasserbehältnisse, irgendwie Teiche und sowas. Das ist auch gut fürs Mikroklima. Teiche sind auch super gut für Amphibien, aber auch für durstige Tiere und genau fürs Kleinklima, habe ich ja schon gesagt. Auch ganz gut ist natürlich Wald und alte Bäume, also auch für das Mikroklima, aber auch für sämtliche Insekten, also auch und durch die Insekten dann natürlich auch die Vögel. Außerdem ist auch super wichtig zu haben Totholz, also besonders stehendes Totholz oder alte Äste in Bäumen. Die könnt ihr auch einfach dranhängen lassen, die alten Äste. Da spielt sich angeblich das ganze Leben ab. Und zwar kommen dann erst zum Beispiel die Käfer, die dann die Gänge bohren, und dann nisten da auch zum Beispiel Wildbienen drin. Hecken und Gebüsch, auch wichtig für ganz viele Singvogelarten, die sich dann verstecken. Wir haben aber auch Steine als Trockenmauern und Kräuterspiralen, einerseits Nahrung, andererseits aber auch Lebensraum für Reptilien zum Beispiel. Und offene Stellen, auch ganz wichtig für ganz viele Wildbienen. Sand, Lehm und Erde einfach als offene Stelle im Boden, die dann sonnig ist. Wir haben ja vorhin gehört, Pionier- und Brachflächen, Ödland, da sind besonders viele Tierarten zu finden. Ich habe euch auch noch eine Reptilienburg mitgebracht. Eine gute Anleitung gibt es zum Beispiel bei naturgartenanlegen.de. Und ihr könntet, wenn ihr möchtet, entweder Steine anhäufen oder, wenn ihr es noch besser machen möchtet, hebt ihr erstmal ziemlich viel Erde aus, so einen Meter tief. Da könnt ihr ein bisschen Holz reinlegen, vielleicht auch ein paar Plastikplanen oder andere Planen. Dann können sich nämlich die Reptilien, wenn es friert, jetzt hatten wir ja minus 25 Grad, aber je tiefer man in die Erde kommt, desto gleich wärmer ist dann die Erde. Und je tiefer dann die Reptilien eindringen können, desto besser kommen sie dann auch über den Winter. Und dann können die da zwischen den großen Steinen und unter den Planen auch ja regenfest da verbringen.
Und da profitieren natürlich nicht nur Schlangen, sondern auch andere Reptilien, Vögel, Käfer, Schmetterlinge, Kröten. Also das steigert auf jeden Fall die Artenvielfalt sehr. Am besten auch sehr sonnig platzieren. Außerdem Reisighaufen. Beide Maßnahmen sind ja relativ einfach und günstig. Also für einen Reisighaufen ist es noch einfacher. Man sucht sich einfach ein schönes Eckchen aus und stapelt da einfach sein altes Holz drauf. Und das lässt man dann einfach so. Igel freuen sich, Schnecken freuen sich, Regenwürmer, Maulwürfe, Käfer, Vögel freuen sich dann natürlich auch. Genau, also einfach das Holz, was sowieso beim Schnitt anfällt, einfach stapeln. Da gibt es auch ziemlich viele, auch einige Tipps, die man da beherzigen kann, aber eigentlich kann man da auch kaum was falsch machen. Ja, Nisthilfen kann man natürlich auch sehr gerne in den eigenen Garten, im eigenen Garten anlegen, zum Beispiel, wenn man nicht so viel Platz hat, für so einen Reisighaufen. Oder kann man sogar mit einem Reisighaufen kombinieren, sind zum Beispiel solche Igelhäuschen. Die kann man entweder selber bauen oder kaufen. Zum Beispiel gibt es in Bochum die psychiatrische Anstalt, beziehungsweise keine Anstalt. Da kann ich euch auch die E-Mail-Adresse von denen geben, beziehungsweise die Internetseite. Ist von der Stadt Bochum und die machen kostengünstig solche Igelhäuschen. Da muss man aber allerdings ein, zwei Monate vorher das in Auftrag geben. Ja, und dann kann man, also diese Zahlen, die ihr seht, die sind für Friedhöfe und die könnt ihr dann überlagern von Holz und Laub zum Beispiel oder einfach so stehen lassen. Dann freuen sich auf jeden Fall die Igel. Vögel freuen sich natürlich über Nistkästen. Zum Beispiel könntet ihr so sechs Meisenkästen, sechs Baumläuferkästen und drei Halbhöhlen-Nistkästen im Stadtpark zum Beispiel aufhängen oder zusammen mit uns oder jeweils dann ein Bruchteil in euren Garten. Ja, Baumläufer-Nistkästen, die sind ganz speziell. Da haben die den Eingang hier so seitlich, damit die Baumläufer hier zack am Baum hochlaufen und da reinbrüten. Allerdings bei den Vogel-Nistkästen wäre eine Wartung ganz gut. Das heißt, wenn ihr jedes Jahr oder alle 2 Jahre da mal reinschaut, das einfach öffnet, mit einem Handschuh einfach alles rauskehrt, was da unten sich angesammelt hat und das zumachen und fertig. Also jetzt ist die perfekte Zeit dafür, das zu machen, falls ihr gerade solche Häuschen überhaupt schon irgendwo aufgehängt hattet. Ja, Fledermäuse freuen sich natürlich auch über Quartiere. Es gibt zum Beispiel solche Spaltenkästen, die sind wartungsfrei, die kann man einfach aufhängen, irgendwie regengeschützt. Die Fledermäuse, die krabbeln dann hier unten rein und im Sommer, das ist hier so ein Holzkasten für den Sommer, da können die dann als mit mehreren Tieren haben die dann ihre Wochenstuben, das heißt, ziehen da ihre Kinder gemeinsam groß. Wir haben aber auch solche Winter- und Sommerhöhlen. Winterhöhlenkästen, die haben hier so eine Isolierung, das heißt, falls es auch richtig kalt wird, dass die ja trotzdem überleben. Denn das sind natürlich Säugetiere und Säugetiere sind ja gleich warm, brauchen es also dann auch etwas wärmer. Ja, eine Kooperation wäre auch hier gar nicht mal schlecht, zum Beispiel ja, mit irgendwelchen, mit dem Nabu zum Beispiel. Ja, das wäre ganz gut, wenn man das zum Beispiel im Friedhof aufhängt und dann eine Kooperation stattfindet. Wir kommen jetzt zu den Nisthilfen für Wildbienen zum Beispiel. Und zwar fast alle Hotels, die man so kaufen kann, sind halt komplett falsch. Oder nicht komplett, aber zu großen Teilen. Also was wir hier sehen, diese Holzstückchen, Rindenstückchen bringen halt gar nichts und diese Zapfen bringen halt auch gar nichts und diese schlecht gebohrten, ausgefransten Holzbohrungen sind absolute Katastrophe und diese ausgefransten Bambusröhrchen, die gehen auch gar nicht. So sieht nämlich ein gutes aus. Und was ein gutes Hotel von einem schlechten unterscheidet, das kann ich euch erzählen. Und zwar, ein gutes Hotel hat zum Beispiel Lehm mit unterschiedlich großen vorgebohrten Löchern, hat auch zum Beispiel Stroh für Ohrwürmer und Co.
Muss aber nicht unbedingt sein. Es hat auch Röhrchen, zum Beispiel aus Bambus oder Schilf. Die sind ungefähr 8 cm tief und hinten geschlossen. Zwischen 0,2 und 0,9 cm im Durchmesser, damit da auch die kleinen und auch die großen Wildbienen nisten können. Und von Vögeln geschützt, damit das jetzt alles nicht plündern, also mit einem Draht oder richtig festsitzend. Außerdem gibt es Holz, hier zum Beispiel, da kann man einfach reinbohren. Oder hier seht ihr diese Holzteile hier. Am besten da, wo die Rinde mal war. Da einfach die Rinde abmachen oder durch die Rinde durchbohren. Das ist noch besser, als wenn man querschneidet. Bitte keine Ausfransungen, also sauber arbeiten, sonst verletzen sich nämlich die Bienen ihre Flügelchen oder nehmen das nicht an. Das wäre natürlich schade, wenn man sich die Arbeit schon macht und die das dann nicht annehmen. Es gibt auch solche Terrakottasteine, die kann man zum Beispiel auch bei wildbiene.com sich kaufen oder selber machen. Da muss man aber darauf achten, dass der Ton eine bestimmte Art von Ton ist mit offenporig und atmungsaktiv ist. Und genau, nicht ins Stirnholz bohren, sondern dann ins Querholz sozusagen. Ja, mit den Ohrwürmern, die muss man nicht unbedingt mit da reinbauen, die kann man auch einfach weiter weg setzen. Also man kann so eine Glocke machen aus einem alten Topf, da kann man Stroh reinfüllen und ein bisschen weiter weg. Man kann auch nicht Bambus, Brombeeren zum Beispiel nehmen und die senkrecht hochstellen, denn es gibt auch Wildbienen, die marktgefüllte Hotels bevorzugen. Viel mehr Informationen wird es auf jeden Fall zu unserem Wildbienen-Workshop geben. Da wird es noch eine kleine Vorlesung geben und dann den Bastelteil. Dann können wir gemeinsam mit euch basteln. Ich kann euch vorher, wenn ihr gegen eine Spende bzw. gegen Materialkosten, kann ich euch die Sachen vorbeibringen. Oder ihr habt selber was und dann können wir einfach gemeinsam und kostenlos entweder eine echte Bastelstunde oder eine Online-Bastelstunde mal schauen, wie es dann im April und Mai aussieht, machen. Genau, noch ein paar Hinweise, was ich schon erwähnt hatte, nicht in Stirnholz bohren, kein weiches Holz benutzen. Denn zum Beispiel, wenn man Fichten oder sowas nimmt, gibt es dann manchmal Harzkanäle und die Quellen, die das Harz verklebt dann auch die Röhrchen, das ist nicht so gut. Oder durch die aufquellenden Faser werden dann die Gänge zerquetscht. Am besten versucht man auch Risse zu vermeiden, also gut abgelagertes Holz zu nehmen. Ich kann euch auch hinterher nochmal ein PDF nochmal zur Verfügung stellen, was ich heute noch gefunden habe. Am besten auch nicht frei schwingend, genau, Löcher so 2 bis 10 mm groß. Morgen soll nicht aufstellen, also nach Südost am besten. Und die sollten am besten sicher aufgestellt sein, also gegen Unfall und Diebstahl und Vandalismus gut gesichert werden. Ja, neben so einem Wildbienenhotel lohnt es sich natürlich auch, eine Wildblumenwiese anzulegen, denn die meisten Wildbienenarten fliegen maximal 700 Meter. Das heißt, im Umkreis sollten nicht nur Wildbienenhotels, sondern auch solche Rasen sein mit Futter für also Pollen, Nektar und anderen Sachen und am besten auch noch Wasserstellen. Denn natürlich auch haben Bienen manchmal Durst. Und wie das alles am besten geht, das kann ich euch jetzt auch noch mal ganz kurz erklären. Und zwar, ja, wenn ihr schon eine gute Wiese habt, einer Fläche super viele Pflanzen wachsen, dann könnt ihr natürlich vermehren. Entweder nehmt ihr dann die Samen oder ihr könnt die durch Ausstechen und Einpflanzen vermehren. Dann müsst ihr nicht sogar extra was kaufen. Um so eine Wiese aber zu bewerten, sollte man die einzeln begehen und sich anschauen und um dann sich Maßnahmen überlegen, wie man da am besten vorgeht. Man kann
zum Beispiel die Saat sollte aber am besten regionales Saatgut haben. Zum Beispiel kann man sich bei Rieger und Hoffmann oder anderen naturnahen Firmen sich anschauen, im Internet erkundigen, welche Pflanzen in der Region auch regional typisch sind, also keine invasiven Arten sozusagen fördern. Ihr könnt auch Raupenfutterpflanzen am besten auch nehmen, dann fördert ihr nicht nur die Wildbienen, sondern auch die Schmetterlinge, die ja auch mit dem Insektensterben zu tun haben. Wildbienen sind ja nur 550 Arten, Schmetterlinge schon mehr, aber es gibt natürlich viel mehr als nur Wildbienen und Schmetterlinge. Ihr könnt, wenn ihr eine Wildbienen, eine Blumenwiese anlegt, solltet ihr die im Ruhrgebiet mit Sand abmagern, weil im Ruhrgebiet die Böden sehr reichhaltig und nährstoffreich sind und das bedeutet, dass sich dominante Arten sehr gut durchsetzen würden. Das heißt, ihr würdet hinterher nur Gras haben, wenn ihr die nicht vorher mit Sand abmagert nach einer Weile. Ja, viele vorhandene Mischungen sind schlecht. Da am besten, also ein gutes Merkmal, also mindestens sollte auf einer guten Mischung draufstehen, welche Pflanzenarten da drin sind. Und meistens aus Kostengründen nimmt man halt die billigsten Arten da rein in hohen Mengen. Das ist natürlich für die Biodiversität nicht das Richtige. Da sollte man also lieber auf Quantität statt auf Qualität setzen. Ja, Pflanzen aus fernen Ländern sollte man am besten vermeiden, denn die einheimischen Arten, da sind einfach die meisten Arten drauf spezialisiert. Einjährige Arten sollte man auch nicht unbedingt nehmen, sondern mehrjährige. Das heißt, da müsste man auch nicht immer wieder erneut ansehen. Eine Mischung könnt ihr euch selbst auch selber zusammen erstellen, zum Beispiel bei Rieger und Hoffmann. Da könnt ihr euch aber auch. Es gibt eine gute Mischung, habe ich jetzt gesehen, für Luxemburg. Die heißt dann Lux-Mischung. Die habe ich mir mal angeschaut. Die ist ganz gut. Ich bin jetzt auch kein so riesengroßer Pflanzenexperte, aber ja, wenn man sich das ein bisschen anschaut, es gibt super viele gute Quellen im Internet. Da kann ich euch auch ein paar Materialien an die Hand geben, wenn ihr möchtet. Ja, wir kommen zu der Pflege der Wildblumenwiese. Und am besten ist es, wenn ihr nicht alles auf einmal abmäht, sondern wenn ihr entweder die Hälfte stehen lasst oder Insel oder Säume stehen lasst. Ihr könnt damit auch schöne Muster erzeugen. Muss nicht immer nur Streifen sein. Ihr könnt euch ein bisschen kreativ werden, ein Herz machen, damit die Nachbarn sich auch nicht immer so ja, sagen, dass es wild aussieht. Wobei wild natürlich auch gut ist. Ich habe euch mal einen Ablauf mitgebracht. Zum Beispiel, wenn man eine Fläche in 4 Quadrate teilt, kann man zum Beispiel und man zweimal im Jahr mäht, könnt ihr zum Beispiel erst die eine Hälfte mähen, das zweite Mal im Jahr dann, also zum Beispiel, wenn ihr nach der Samenreife, was natürlich ein Problem ist, jede Pflanze hat eine andere Samenreife, aber so nachdem die meisten Arten einmal durch sind, so im Juni, Juli einmal komplett abmähen oder nicht komplett, sondern teilweise abmähen, die Hälfte stehen lassen und ja, erst dann wieder mähen, wenn ein bisschen wieder was nachgekommen ist. Und im nächsten Jahr kann man das natürlich dann nochmal anders machen, dann mäht man zum Beispiel diesen Bereich. Und der zweite Schnitt dann im Herbst wäre dann dieser Bereich. Ja, schneiden kann man 2 bis 3 bis 4 Mal im Jahr, je nach Bedarf. Also wenn da super viel wuchert und alles dann nur zugewuchert ist von einer Art von Gras, ist das natürlich auch nicht so sinnvoll. Ihr könnt ruhig, also unterschiedliche Tiere haben natürlich auch unterschiedliche Ansprüche. Also was gut für die Raupen ist, ist nicht unbedingt gut für die Käfer und ist auch nicht unbedingt gut für Pflanzen. Da eine vernünftige Pflege zu finden, ist schwierig, muss man sich halt, wie gesagt, die Flächen sich einzeln anschauen. Und je schoner er mäht, desto besser. Also ein Schlegelmäher ist gar nicht so gut, ein Balkenmäher ist da viel, viel besser. Und ihr könnt es auch dann mit der Sense machen, aber da könnt ihr zum Beispiel auch versuchen, Freiwillige zu finden. Das ist natürlich eine Heidenarbeit auch, ne?
Das Schnittgut könnt ihr dann ungefähr 3 Tage lang trocknen lassen, damit die Samen da rausfallen und die Tiere entfliehen können. Danach solltet ihr aber auf jeden Fall das Schnittgut abräumen, damit sich die Wiese nicht noch mehr anreichert mit Nährstoffen. Und über den Winter solltet ihr auf jeden Fall Bereiche stehen lassen, denn in Stängeln überwintern die Tiere. Es gibt super viele weitere Maßnahmen, die man machen kann. Hier gibt es ein sehr gutes Paper, die haben das untersucht, auch richtig schön beschrieben, von Van de Poel und Zehm von 2014, die Wirkung des Mähens auf die Fauna der Wiesen. Die Wiese schneiden solltet ihr von innen nach außen am besten, damit die Tiere entfliehen können, also nicht von außen nach innen. Und ihr könnt auch ein Wildbienengärtchen anlegen. Am besten dann aber mit Infoschild, damit die Leute überhaupt auch wissen, was das ist. Das hat auf jeden Fall einen Bildungszweck. Es wäre natürlich schön, wenn dann noch mehr Totholz und noch mehr Steine aufgestapelt werden würden. Hier sind zum Beispiel ein Wildbienenhotel und Stauden, also Lavendel ist hier. Und man sollte auch darauf achten, dass immer wieder eine Blütenabfolge kommt, also immer wieder irgendetwas blüht, vor allem im Frühling und auch im Spätsommer. Das ist ganz wichtig, auch dass im Spätsommer das, was da ist. Ja, ihr könnt das auch schön gestalten und ihr könnt auch eine Patenschaft versuchen einzugehen, wenn ihr möchtet. Honigbienen helfen leider der ganzen Sache nicht, denn das sind Nahrungskonkurrenten. Das heißt, wenn ihr die Biodiversität anheben wollt, hilft es nicht, euch ein Nutztier, eine Art von Nutztier euch auf die Fläche zu stellen, die dann alle anderen Arten wegdrängt. Aber Honigbienen sind nun mal ein Nutztier und ich trinke auch gerade Honig und das ist natürlich auch lecker und auch gut. Und auch viele Imker helfen natürlich auch der Biodiversität, indem sie auch viele Pflanzen anpflanzen. Ihr solltet auf jeden Fall informieren, und zwar die Leute, damit die auch wissen, was ihr da macht und warum ihr das macht. Ihr könnt Schilder aufstellen, man kann auch Flyer machen oder auslegen oder verteilen. Zum Beispiel Friedhöfe könnten auch einen Wettbewerb ausschreiben für die beste Fläche. Vielleicht sollten wir das auch als Stadtparkgarten mal machen. Ihr könnt auch sehr gerne Pflanzen vorschlagen oder eine Umfrage machen. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Ideen. Also hier nochmal eine kleine Auswahl. Auf jeden Fall insektenfreundliche Pflanzen nehmen, Wassertümpel, Fassaden- und Dachbegrünung. Vielleicht hören wir da am 21. noch ein bisschen mehr dazu. Müll vermeiden. Wenn man saniert, dann am besten kostengünstig und effizient. Das wäre in Bochum auf jeden Fall nötig, alle Friedhöfe, einfach die ganzen Wasserstellen auf einmal zu sanieren. Streuobstwiesen gibt es, die könnt ihr euch anschauen. Da haben wir auch in der Literaturliste haben wir da auch einen Tipp. Und genau. Ja, Ines, schön, dass du da warst. Ich komme auch fast zum Ende und gleich kommt auch Patrick mit seinem Kulturteil. Ich habe ein Konzept und wenn das mal fertig ist, das wollen wir dann übergeben an die Stadt, irgendwann im Mai und das wird dann auch hochgestellt auf die Biosphäre Ruhe. Ihr könnt es aber auch jetzt schon haben, wenn ihr möchtet, dann müsst ihr mich einfach nur per E-Mail mal anschreiben, dann schicke ich euch das. Okay, dann beginne ich mal. Also, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen neuen Titel eingefügt, Grenzen des Wachstums und kultureller Wandel. Also welche neuen Mensch-Natur-Beziehungen braucht es heutzutage vielleicht? Also das sind ja schon viele Sachen so angesprochen worden, aber ich will das Ganze mal nochmal von einer anderen Perspektive anschauen, weil ich ja auch mal Kulturwissenschaft studiert habe und mich so, naja, jetzt nicht hauptberuflich, aber ja, doch immer wieder mal intensiv damit beschäftige. Ich möchte euch gern einige Literaturtipps so erstmal mitbringen, also für wen das was ist. Und zwar die Ära der Ökologie, eine Weltgeschichte von Joachim Rathgau. Das ist ein ganz dicker Wälzer. Also wen diese Geschichte eigentlich auch der Umweltbewegungen
Und die Geschichte überhaupt dieser ja, Umweltproblematiken irgendwie so interessiert, da ist man auf jeden Fall mal gut beraten, um wirklich sehr, sehr viel Input zu bekommen. Joachim Rathgau ist Geschichtsprofessor in Bielefeld, ja, auf jeden Fall. Hier geht es ganz stark darum, erstmal, dass, oder ihm geht es darum, dass in der Umweltbewegung er immer wieder, also er arbeitet da schon seit den 70er Jahren daran, dass es irgendwie so eine Art Geschichtsvergessenheit in der Umweltbewegung gibt. Und er versucht das im Haarklein so aufzuarbeiten und ganz verschiedene Strömungen festzuhalten. Was vielleicht auch heute immer mal wieder zu einem inflationären Begriff wird, ist ja der Begriff der Nachhaltigkeit, was oft kritisiert wird. Auch nur den Verweis, worauf der Rathgau auf jeden Fall auch eingeht, dass dieser Begriff aus der Forstwirtschaft kommt. Der wurde erstmals beschrieben von Hans Karl von Carlowitz in seinem Werk mit dem tollen Namen Silvicultura Oeconomica. Oder hauswirtliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht. Es wurden so Prinzipien zwar schon früher beschrieben, also auch von einem ganz dezidiert, von einem Benediktiner Eremitenorden in Italien, schon 1350. Also es wurde immer mal wieder beschrieben, wie eben die Natur vor allem eben im Hinblick auf Holz so begrenzt ist und wie man ordentlich damit haushaltet und umgeht, damit die natürlichen Ressourcen auch wieder nachwachsen können. Ich muss hier kurz mal auf einen anderen Computer schauen, weil ich da eine Passage oder einen Textausschnitt von Karl von Carlowitz habe. Moment. Ja, erstmal zu der spannenden Berufsbezeichnung. Er war königlich polnischer und kurfürstlich sächsischer Kammer- und Bergrat sowie Oberhauptmann des Erzgebirges und Oberforstmeister und Oberjagdmeister des Erzgebirges. Spannende Berufsbezeichnung. In einem Artikel habe ich ja, oder das lese ich einfach mal vor, das kommt von wissenschaft.de, ein Artikel über ihn. Könntest du ein Ja. bisschen mehr ins Mikro sprechen? Ja, alles klar. Da heißt es, in einer barocken und für unsere Ohren etwas schwülstigen Sprache, in Wahrheit aber mit erstaunlicher Kühnheit und Klarheit entfaltet Carlowitz die Beziehung zwischen Ökonomie und Ökologie. Nicht der Markt und die Nachfrage dürfen den Verbrauch bestimmen, sondern wieder wachsen, das Nachwachsen des jungen Holzes. Die Konsumption des Holzes müsse sich im Rahmen dessen bewegen, was der Waldraum zu zeugen und zu tragen vermag. Dass man das Holz, das so wichtig sei wie das tägliche Brot, mit Behutsamkeit nutze, sodass eine Gleichheit zwischen An- und Zuwachs und dem Abtrieb des Holzes erfolgt und die Nutzung immerwährend, kontinuierlich und perpetuierlich stattfinden könne. Und schließlich fordert er die behutsame Einbettung der menschlichen Ökonomie in die große Haushaltung von Mater Natura. Modern ausgedrückt, der Biosphäre. Der Mensch dürfe niemals wider die Natur handeln, sondern müsse stets mit ihr agieren. Also soll man der Natur nachahmen, weil selbige am besten weiß, was nützlich, nötig und profitabel dabei ist. Es sei eine so geartete Konservation und Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse, also in seinem Zustand, nicht bleiben mag. Ich finde, das ist nochmal auch zuvorhin so ein ganz schöner Text zu ein paar Aspekten vorhin. Was dabei auch ganz interessant ist, so historisch eben, dass so unser Mensch-Natur-Verhältnis eben ganz stark auch unsere Kultur prägt. Also eben im 18. Jahrhundert ist eben auch so eine Waldromantik dann aufgekommen, weil es auch wirklich einen Holzmangel gab. Na, man hat es für alles Mögliche gebraucht, zum Heizen, zum Bauen, viel stärker als heute. Also der Wald war ganz schön in Bedrängnis. Und daraus ist dann so eine Sehnsucht nach Ursprünglichkeit der Natur auch aufgekommen, die sich ja so in der deutschen Geschichte irgendwie ganz stark durchzieht.
Genau, und diesen Umstand, dass das, was wir verlieren, irgendwie auch so eine Sehnsucht nach dem, wie es funktionieren könnte, mit sich bringt, das gibt es ja auch heute oder in allen Zeiten. Und ja, es gibt, gibt natürlich ganz viele Herleitungen und auch dieser Radkorb breitet es in, also weltweit wirklich irgendwie ganz spannend aus. Gibt es ganz viele unterschiedliche Umweltbewegungen, aber ebenso in Deutschland gab es erstmals um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine Umweltbewegung. Da wurde zum Beispiel auch der NABU gegründet, der Naturschutzbund Deutschland e.V. im Jahr 1899 als erstmal als Bund für Vogelschutz. Das Ganze ist in, im Raum Stuttgart passiert. Ne? Ja, diese ersten Umweltschutzbewegungen haben ihre Wurzeln in der Romantik, in der Heimatschutzbewegung, aber auch in der Lebensreformbewegung und in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft zum Beispiel aus der Anthroposophie. Später, ne, im Nationalsozialismus war das ja auch nicht ganz unbelastet durch Rudolf Steiner, der ja auch ein doch Antisemit war und so weiter. Aber es sind ja, ja spannende Sachen daraus hervorgegangen, die eben unser ökologisches Bewusstsein irgendwie immer noch ein bisschen prägen. Ne? In der Literatur wird meistens so ein ganz großer Sprung gemacht, dass es so eine zweite deutsche Umweltbewegung gab, die so seit den 60er, 70er Jahren angefangen hat. Also so nach, das ist ja ein sehr allgemeiner Platz, ne, dass die, dass nach dem Zweiten Weltkrieg musste erstmal dieser Wiederaufbau kommen und die, das deutsche Wirtschaftswachstum hat sehr die Zeiten geprägt und auch im Ruhrgebiet vor allem. Was aber politisch auch interessant ist, dass hier gerade in dieser Region eigentlich so ne, durch diese sichtbar verschmutzte Umwelt und eben auch immer stärker sichtbar war. Man muss auf jeden Fall politisch auch was tun, wirtschaftlich was tun. Und da hatte Willy Brandt 1961 gesagt, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Das war in an einem Parteitag in Bonn. Und das Umweltbundesamt schreibt heute darüber, das sei so der Beginn auch der umweltpolitischen Debatte oder des Denkens in Deutschland gewesen. Na, das, da gibt es bestimmt noch viele andere Herleitungen, aber das nur als eine Notiz, weil ich das neulich mal entdeckt habe. Was die Anti-AKW-Bewegung ist natürlich zu nennen, seit Mitte der 1970er Jahre. Auch diese später dann die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986. Auch Ulrich Beck hatte 86 dieses Buch Risikogesellschaft rausgebracht als Soziologe und eben auch unabhängig eigentlich von dieser Reaktorkatastrophe, das ja schon vorbereitet und geschrieben, wo er sagt, dass unsere Gesellschaft, vor allem unsere technokratische Gesellschaft und wirtschaftsorientierte Gesellschaft, unheimlich viele Risiken produziert, die man auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr handeln kann. Und was natürlich auch nochmal so ein starkes Thema war, das Waldsterben und saure Regen seit den 1980er Jahren durch die gravierende Luftverschmutzung, was ja auch später zu Katalysatoren an Autos geführt hat und so weiter. Also es war immer so ein wachsender Problemdruck, der dann auch kulturell und sozial die Menschen bewegt hat und dann aber eben auch dazu geführt hat, dass manche Sachen auch angegangen wurden. Ne? Und wie erfolgreich das ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber nur auch nochmal so zum Veranschaulichen, wie jung eigentlich diese ganze Trendwende hin ist zu einer Verbesserung unserer ja, Mensch-Natur-Beziehung, also jetzt in Deutschland alleine. Das Umweltbundesamt wurde 1974 gegründet, 1986 auch erst das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Davor gab es das nicht. Also bestimmt auch in anderen Gremien, aber es war immer so ein verteiltes Thema hier und da und von lokalen Protesten geprägt. Und erstmals dann gab es so eine politische Bühne auch dafür und eben auch viele soziale Bewegungen, die so darum entstanden sind.
In den USA, also anknüpfend auch an vor allem Biodiversität, Insektensterben und auch die Vögel sind davon ja auch betroffen, weil Insekten deren Futter sind und so weiter. Da gab es 1962 in den USA so ein wirklich weitreichende oder folgenreiche Untersuchung von Rachel Carson, die über das massenhafte Insektensterben und auch das Sterben der Vögel durch Pestizide wie DDT gearbeitet hat, Naturschutzgebiete oder Landschaftsstriche untersucht hat, Vogelbestände und auch, ja, das erinnert sehr an den ersten Vortrag heute. Und heute sind eben diese Debatten auch ein bisschen andere, aber doch irgendwie sehr, sehr gleich. Also der massenhafte Einsatz von Glyphosat, anderen Pestiziden, eben dieser Flächenverbrauch durch die industrielle Landwirtschaft. Und als Gegenpole dazu gibt es dann Begriffe, wenn man danach suchen will und schauen will, was da heutzutage alles für spannende Ideen dazu existieren. Regenerative Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft, also der Einsatz von Baumbeständen auch in der Landwirtschaft oder auch Permakultur als eine nachhaltige Praxis. 1972, die Grenzen des Wachstums, also das fällt dann voll in diese zweite Phase, zweite Epochenwende eigentlich im Umweltschutz rein, ist die Grenzen des Wachstums, Bericht zur Lage der Menschheit. Da wurde erstmals vom Club of Rome unter der Leitung von Dennis Meadows wurden globale Untersuchungen angestellt oder es war so eine Metastudie über die Ausbeutung der Ressourcen, Rohstoffe, aber auch Ernährungsfragen, Bevölkerungswachstum und Zerstörung von Lebensräumen. Und da wurde diese Kritik an unserem Lebensstil und unserer Wirtschaftsweise eben erstmals so umfassend, dass das wirklich die Umweltbewegung sehr stark bewegt hat und dass eine Einsicht eingekehrt ist, dass irgendwann diese Lebensweise eben auch ein Ende hat, beziehungsweise stark geändert werden muss. Und in dieser Studie sprechen eigentlich die Macher davon, dass unsere Lebensweise noch vielleicht 100 Jahre seit 1972 möglich ist, wenn nicht gravierend etwas passiert. Und heute gibt es eben dazu auch jedes Jahr wieder Klimakonferenzen, IPCC, also Intergovernmental Panel of Climate Change. Das sind so die tragenden politischen und wissenschaftlichen Gremien dann dafür. Fridays for Future, ne, das ist eben zum Glück auch jetzt seit ein paar Jahren, wenigen Jahren stark kulturprägend, würde ich mal sagen. Oder Begriffe wie Postwachstum, ne, da gibt es sehr viele spannende Bewegungen. Ich bin so im letzten Jahr über eine Ausstellung in Karlsruhe, die eben ganz spannend online aufbereitet war, so mit mehrtägigen Vortragsprogramm. Also das hat einen ganz großen Wirbel, glaube ich, gemacht in der Kulturszene. Also es sind auch jetzt aktuell ganz viele Projekte am Start, die sich, wenn man sich da ein bisschen auskennt, sich wirklich darauf beziehen. Diese Ausstellung hieß Critical Zones, also im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe. Die findet man auch immer noch virtuell online mit ganz vielen Vorträgen und so weiter. Also da kann man auf jeden Fall mal nachschauen. Und hier wird eben dieser Versuch unternommen, halt diese globalen, ja nicht mehr begreifbar oder schwer begreifbaren Problemlagen, die sich so übereinander schieben, zu verarbeiten. Und hier erstmal hier rechts sehen wir Bruno Latour, der hat eben an dieser Ausstellung mitgemacht. Das ist ein französischer Philosoph und Soziologe. Und hier ist unten rechts Donna Haraway, eine Wissenschaftstheoretikerin und Biologin, die eben auch als Feministin sehr bekannt ist. Die war dort auch involviert und immer wieder als Gast eingeladen für verschiedene Vorträge. Und diese beiden beziehen sich eben ganz stark auf Lynn Margulis. Sie war eine Biologin in den USA. Sie lebt leider nicht mehr. Aber sie hat so
ne, in der Biologie in den 60er Jahren, 70er Jahren Kooperation und Symbiose zwischen den Arten als wesentliche Funktionsweise der Evolution, als Gegenpol zu den Darwinisten beschrieben, die eben immer noch zu ihrer Zeit von Survival of the Fittest gesprochen haben, also das Überleben der Stärkeren, und eben auch gezeigt, wie einfach in der Biologie Symbiose, Kooperation auch in den Anfängen des Lebens vor allem eine unheimlich wichtige Rolle spielen. Und ja, dass das eben einfach ein ganz anderer Modus ist, über das biologische Leben nachzudenken. Bruno Latour, hier vielleicht zum Einstieg, wenn das jemanden interessiert, ist unbedingt zu empfehlen, das Parlament der Dinge. Hier geht es sehr stark darum, dass wir beschreibt, dass die Menschen doch auch theoretisch zumindest in der Lage sind, große Probleme anzugehen, sei es zum Beispiel in der Bekämpfung der Ozonproblematik, das Verbot von FCKW, aber eben auch von Asbest zum Beispiel. Also das sind so, und da versucht er so eine politische Ökologie zu entwickeln eigentlich. Also wie können wir globale Probleme angehen? Donna Haraway, hatte ich ja schon erwähnt, sie hat genau ein Buch, das noch nicht, das recht jung ist, Unruhig bleiben, die Verwandtschaft der Arten im Holozän. Also sie, ne, Geisteswissenschaftler wollen gerne mal neue Epochen ausrufen. Nach dem Anthropozän kommt im besten Fall das Holozän. Die Wortherleitung spare ich mir hier. Es geht auf jeden Fall darum, dass sie an verschiedenen Stellen beschreibt, wie Menschen und Tiere eigentlich, Menschen, Tiere und Pflanzen auch Partnerschaften eingehen und wie naturverbundene Kulturen als Vorbilder für die westliche Welt gelten können, aber eben auch wie die westliche Welt sich oder industrialisierte Welt sich ja, auf neue Weise mit der Natur verbinden kann. Das sind ganz viele Beispiele, die sie da durchgeht. Das dauert, glaube ich, zu lange, das hier auszubreiten, aber das nur als Literaturempfehlung. Ich gucke gerade in den Chat, ob hier tut sich ganz viel. Und ich sehe den hier nicht. Ich sehe gerade den Chat nicht. Hat jemand... Alles gut. Also okay. Iris und Magdalena mussten leider los, aber... Okay. Alles klar. Ja, Lynn Margulis war auch beteiligt an... Hast du nochmal Vollbild? Ja, Moment. Wo geht denn das? Vollbild? Da rechts, neben dem Zahnrad. Ah, ja, okay. Lynn Margulis war auch beteiligt mit James Lovelock zusammen. Er lebt noch. Jedenfalls haben sie die Gaia-Theorie aufgestellt. Also es geht darum, dass sie wirklich auch etappenweise beschreiben, wie das Zusammenspiel aller Lebewesen auch die Biosphäre konstruiert und beeinflusst. Also na, wir wissen ja einfach auch, also es ist immer so stark von CO2 die Rede, aber eben auch über ein besseres Verständnis von Biodiversität kommt man zu einem viel komplexeren und verständlicheren Bild darüber, wie die Atmosphäre eigentlich entsteht und wie die Biosphäre sich auch am Leben hält, wenn die Dinge gut laufen. Gaia ist in esoterischen Zusammenhängen wurde das auch immer wieder verwendet, aber von diesen esoterischen Deutungen haben sie sich immer wieder streng distanziert. Es ist einfach irgendwie sind eher Leitgedanken, die einen dazu inspirieren sollen, über Zusammenhänge zwischen allen lebendigen Entitäten auf der Welt besser zu verstehen und dass die Welt eben ein holistisches Gefüge ist und dass alle Lebewesen, Pflanzen, Insekten, Tiere, Mikroben vor allem auch und Algen und so weiter, Bakterien systemrelevant sind, dass wir auf keins dieser Elemente verzichten können. Und ja, wie vorhin angedeutet, gibt es eben diese große, große Frage, wie können wir oder welche Beziehungen haben wir eigentlich
zu den Lebewesen in unserer Umgebung und wie, welche Beziehungen bräuchten wir, um ja, das Klimaproblem anzugehen, unsere vielleicht auch im ganz kleinen Umfeld besser damit umzugehen. Und da mache ich jetzt den Sprung vom ganz Großen ins ganz Lokale. Also im Sinne von Critical Zones, kritische Zonen. Wie kann man aktiv werden in Bochum? Was kann man dazu tun? Also wir haben uns jetzt im letzten Jahr sehr, sehr viel beschäftigt, auch mit anderen Netzwerken reingehört, was passiert hier alles vor Ort. Und eben auch selber einfach mal angefangen mit Pflanzaktionen und über Pflanzen zu lernen und über Tiere. Und da ist natürlich Stadtpark Garten ein ganz spannender Ort, um da weiterzumachen mit dieser Beschäftigung. Ich habe die Internetseite Biosphäre Ruhr aufgesetzt. Ich zeige die nachher auch nochmal kurz. Dann gibt es ein ganz spannendes Netzwerk. Vorhin wurde auch schon mal gesagt, angefragt, ob man sich mehr mit essbaren Pflanzen beschäftigen könnte. Essbare Stadt Bochum ist auf jeden Fall ein spannendes Netzwerk, das demnächst auch präsenter in der Stadt sein wird. Diese Termine von denen werde ich auch auf meiner Seite hochladen. Aber jetzt künftig haben die eine eigene Adresse. Jetzt gibt es sie noch nicht, aber unter Ernährungsrat Bochum wird die dann zu finden sein. In Sachen Bildung. Hier vielleicht dann auch nochmal eine Werbung für das Natur- und Umweltprogramm der VHS. Die biologische Station Östliches Ruhrgebiet wurde ja auch schon erwähnt. Auch nochmal zu Informationen, die betreuen auch die ganzen Naturschutzgebiete in Bochum und darüber hinaus, also eben im ganzen östlichen Ruhrgebiet. Und da sind auch, sie haben auch einen eigenen Terminkalender, wo sie andere Sachen mit reinnehmen, auch unsere Veranstaltungen zum Beispiel. Wer an der Ruhr-Uni aktiv ist oder auch einfach interessiert ist, was Studierende und manche Lehrende in dieser Richtung machen, ist das eine ganz gute Adresse. Da gibt es jetzt am Dienstag zum Beispiel auch einen spannenden Vortrag über Ästhetik in Umweltfragen. Genau, einfach mal nachschauen. Was schon ein bisschen etablierter und länger hier ist, wenn man wirklich Lust hat auf Pflanzenkunde, ist der Bochumer Botanische Verein. Es gibt auch spannende Kunst- und Kulturprogramme in der Region, ne? Urbane Künste Ruhr, für die habe ich auch mal vor ein paar Jahren gearbeitet. Die haben jetzt in diesem Jahr, das war eigentlich für letztes Jahr schon geplant, aber in diesem Jahr dann die dezentrale Ausstellung Ruhrding Klima. Das wird an verschiedenen Orten im Ruhrgebiet, eher in Herne, Recklinghausen, Gelsenkirchen, aber auch in Dortmund wird es da Veranstaltungen geben. Das ist auf jeden Fall spannend zu verfolgen und ich poste auch die Termine auf unserer Seite. Was schon ein bisschen auch länger existiert, ist zum Beispiel der Emscher Kunstweg. Da bin ich schon ein paar Passagen davon gefahren, aber wenn man mal so freizeitmäßig Lust hat, kann man sich da auch umschauen. Da gibt es sehr viele Naturlehrpfade, eben auch Kunstprojekte entlang des Weges. Das ist wirklich ganz spannend und unterhaltsam. Ich bin auch noch dieses Jahr beteiligt am Aufbau eines Kultur- und Färbergartens mit dem Namen True Blue in Bochum-Hamme. Da wird es auch hoffentlich bald dann eine Internetseite dazu geben und erste Einladungen und Veranstaltungen. Die würde ich dann natürlich auch auf der Biosphäre Ruhr-Seite mit darstellen. Und wenn da schon jemand vielleicht auch aus Bochum-Hamme oder irgendwie Nähe, wo das gleich klingelt, Kultur- und Färbergarten, was ist das? Schreibt mir gerne mal eine Mail, dann kann ich euch auch zu diesem Projektverteiler so mit aufnehmen. Ja, so, was machen wir hier bei Stadtpark Garten? Wurde ja schon mal erwähnt, so am 27. und 28.03. Nehmen wir uns vor, oder das ist auch schon länger geplant, war durch Corona leider nicht möglich, dass wir das ehemalige Dahlien, die ehemaligen Dahlienbeete oder Dahliengarten im Stadtpark mit neuen Pflanzen versehen, um einfach diese Stelle etwas biodiversitätsreicher zu machen und blütenreicher.
So diese Pläne hierfür sind von Christoph Vichus, von dem hört er nächste Woche nochmal mehr. Ja, genau, auch auf der schmächtigen Wiese in Bochum oder nördlich der Innenstadt haben wir eine Pflanzaktion vor. Da fehlt tatsächlich noch eine Absprache mit dem Umwelt- und Grünflächenamt, beziehungsweise warten wir noch auf eine Antwort, ob das jetzt alles so möglich ist. Aber genau, da gibt es hier so einen Lüftungsschacht, den würden wir gerne einfach besser begrünen und das gemeinsam angehen. Ich glaube, das war der 11. April. Ja, was gibt es noch? Ich hatte angesprochen diesen Emscher Kunstweg. Hier war ich auch schon mal so am Emscher Quellhof in Holzwickede. Das ist auf jeden Fall mal eine Radtour wert. Und hier sind einfach, wollte mal kurz darstellen, was es, ja, dass es Projekte gibt, die sich mit Biodiversität beschäftigen. Hier sind Bienenkästen in einer Kunstinstallation drin, aber auch dieser ganze Park, der geht hier links rum noch viel weiter. Der ist sehr schön gestaltet und sehr divers aufgestellt. Und da entspringt eben die Emscher an einer kleinen Stelle. Hier rechts davon eigentlich, so ein Tümpel. Das ist ganz arg zu empfehlen. Und hier war ich noch nicht, das möchte ich mir aber dieses Jahr mal anschauen. Und es gibt ein Röhrenhotel ich meine, das ist auch in Recklinghausen, Bottrop, an dieser Grenze, das Parkhotel. Und zwar hier in der Mitte ist ein riesiger Kräutergarten angelegt in einer ehemaligen Kläranlage. Na, das ist halt so richtig Ruhrgebiet auf eine Weise. Und hier kann man sich relativ günstig sogar, wenn nicht gerade Corona ist, so einmieten, um hier zu übernachten. Das nur auch nochmal als ein kleiner Kulturtipp und wer gerne Radtouren macht. Ja, wie gesagt, Termine findet ihr hier auf Biosphäre Ruhr. Ich habe die Seite jetzt so mal aufgesetzt und Richtung Jahresende. Also ich habe momentan sehr viel zu tun, aber so ich plane so bis zum Jahresende wird die Seite sich immer mal wieder verändern und ich suche auch noch nach Leuten, die da Lust haben, mit dran zu arbeiten. Erstmal alles auch hobbymäßig und ehrenamtlich und aber vielleicht lässt sich da noch ein spannendes Projekt weiter draus machen. Und hier findet man oben rechts auch Adressen aus Bochum und der Umgebung in Sachen Biodiversität.